Bonjour wird unterstützt von Twitch, Curse, Loot Chest und von euch, der Bonjour Community. So, sehr geehrter Programmchef, jetzt gibt's Twitch Plays Bonjour. Ich glaube, Matteo ist auch wieder mit dabei. Los geht's. Wow. Punkt 1, wir haben ein Motorboot. Endlich sind Matteos Träume wahr geworden. Wir haben ein Motorboot. Das ist toll. Ich bin damit noch nie gefahren. Ja, wir haben wieder eine neue Woche, die wir jetzt starten werden. Und zwar macht ihr die Woche. Denn ihr seid Programmchef bei uns. Und das bedeutet, ihr entscheidet nach den Regeln, die wir jetzt gleich durchgehen werden, wie das Programm aussieht. Das machen wir den ganzen Tag. Wir haben ganz viel zu tun. Ich hoffe, es sind schon Leute da. Ja, es sind schon 500 Leute da. Das ist gut Reicht. Für den Start. Also wir müssen direkt starten. Denn... ja, jetzt habt ihr erstmal einen Notartermin. Wir müssen jetzt erstmal den Bonjour-Programmvertrag unterschreiben. Und dafür gehen wir den einmal durch. So, passt auf, hier auf bonjour.de/Programm. Da findet ihr das Programm für diese Woche. Das habt ihr letzte Woche bereits bestimmt. Wir haben uns entschlossen, das Briefing in Twitch Plays Bonjour umzunennen, weil es einfach Sinn macht. Und ihr seid ab jetzt Programmchef. Das bedeutet, also ihr habt es letzte Woche schon gemacht, aber jetzt machen wir es heute offiziell. Ne? Diese Woche ist heute dran. Da kommen wir dann am Ende zu von dieser Sendung, von Twitch Plays Bonjour. Hier habt ihr die Formate mit den Ratings und unten, wichtig, ja, habe ich mal alles zusammengefasst, alles mit dem Programmvertrag und den gehen wir jetzt einmal zusammen durch. Achso, Joschi, ich habe übrigens wie bei Moinsen Moinsi sich gebaut, das heißt, du kannst uns da auch mit so kleine Kamera reinfangen, weißt du? Nein. Weißt du noch, wie das geht? Nee, weiß er nicht. Doch, da. Super. Jens, heute übrigens die Stimme der Chats. Bist du schon an, Jens? Hallo, hier ist der Jens. Bin ich schon an? Ich glaube nicht. Schade. Muss Joschi was zu sagen. Joschi macht Regie. So, jetzt hey, du aber bist los. An, rede doch, Mate. Ist er an? Sag ich nicht. Hallo? Hallo? Ja. Gut, also, Notartermin geht los. Paragraph 1, Programmchef. Achso, vom Bonjour Programmvertrag natürlich. Die Bonjour Community ist der Programmchef des Bonjour Streaming-Programms. Zweitens, jeweils montags zwischen 18 und 19 Uhr ist der Programmchef dazu verpflichtet, im Bonjour Twitch-Kanal bei Twitch Plays Bonjour zu erscheinen und nach bestem Wissen und Gewissen über das Streaming-Programm. Lies weiter! Hallo, was ist das denn hier? Ich fahr Motorboot! Man muss es jetzt hier mitlesen können, das ist ernst! Okay, ich. Du musst am Motorboot zeigen. Ach, mach höher jetzt. Kannst du nicht Miami? Kannst du Miami Vice Musik spielen? Haben wir das? Mach Dings. Matteo, wir haben keine Zeit. Du kannst nachher, du kannst bei Kotz und Kante Motorboot fahren. Ich will Motorboot fahren. Jetzt warte doch mal. Oh, Alter, jetzt können wir das kurz durchziehen. Okay, los. Bitte. Okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich. Ganz neue Meta-Ebene mit der Kamera, ganz neue Meta-Ebene. So, Freunde. Im Bonjour-Twitch-Kanal bei Twitch Plays Bonjour zu erscheinen und nach bestem Wissen und Gewissen über das Streaming-Programm der darauffolgenden Woche abzustimmen. Das heißt, heute stimmen wir über das Programm von nächster Woche ab. Weil diese Woche steht da schon. Der Programmchef gestaltet das Streaming-Programm unter der Berücksichtigung folgender Ziele. Erstens, bestmögliche Unterhaltung für die Zuschauer. Zweitens, Verbesserung und Wachstum von Bonjour. Drittens, Zufriedenheit der Bonjour-Gesichter. Paragraph 2. Programmkoordinator. Koordinator des Bonjour-Programms ist Niklas. Das bin ich. Der Programmkoordinator ist dazu verpflichtet, erstens, dass Twitch Plays Bonjour anhand des Programmvertrags mit dem Programmchef durchzuführen, wie jetzt gerade, die Abhängigkeiten für eine neue Programmwoche frühzeitig vorzubereiten, sodass der Programmchef in Twitch Plays Bonjour sinnvoll über das Programm abstimmen kann. Also wie hier oben zum Beispiel, ne, das ist die neue Woche, die habe ich bereits vorbereitet mit den Abhängigkeiten, damit wir sinnvoll abstimmen können. Genau.
alle Pitches entgegenzunehmen und für den Programmchef vorzubereiten. Zum Thema Pitches kommen wir gleich. Paragraph 3. Gesichter. Matteo, Gino, Hauke, Yoshi, Dennis und Niklas sind die Bonjour-Gesichter. Gesichter sind dazu aufgerufen, ihre Formate bestmöglich zu betreuen und stetig zu verbessern. Drittens. Gesichter sind dazu aufgerufen, sich ständig über neue Formate, Events und Sonderevents Gedanken zu machen und dem Programmchef zu pitchen. Viertens. Der New Face Slot. Über den New Face Slot haben Anwärter die Möglichkeit, zu einem Bonjour-Gesicht zu werden. Der New Face Slot findet einmal in der Woche für eine Stunde statt. Anwärter haben die Möglichkeit, ihr Programm für den New Face Slot eines Monats im ersten Twitch Plays Bonjour eines Monats, also wie jetzt gerade, zu pitchen. Hat sich der Programmchef für einen New Face entschieden, hat der Programmkoordinator so schnell wie möglich zu klären, wann das New Face für den Slot Zeit hat. Anschließend stellt der Programmkoordinator Koordinator, dem Programmchef sinnvolle Auswahlmöglichkeiten für den New Face Slot zur Verfügung. Nach Ablauf des aktuellen New Face Slots wird das Rating eines Anwärters ermittelt und mit den Ratings der anderen Formate verglichen. Jetzt aufgepasst, schafft der Anwärter es mit einem Rating mindestens auf den 20., 15., 10. Rang, ist er als neues Gesicht angenommen. So, und das ist jetzt das erste Voting. Also, wann ist ein Anwärter offiziell ein Gesicht? Also, wie gut muss er performen? Wir haben jetzt hier aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Formate im Pool. Wie gut muss der Anwärter performen, damit er angenommen ist? Muss er in die Top 20 nur, in die Top 15 oder in die Top 10 der Formate mit seinem Rating vorstoßen am Ende des Monats? Ich sag jetzt nichts, aber ich wüsste genau, was ich wähle. Okay, wir fangen an mit dem ersten Voting. Ich habe übrigens festgestellt, wie gut muss der New Face Slot sein? Top 20 Format, Top 15 Format oder Top 10 Format? So, ich habe hier unten gesehen, Abstimmung mit begrenzter Zeit gibt es. Machen wir eine Minute draus. Stimmänderung erlauben, machen wir auch ein. So, Achtung, das ist das erste Voting. Eine Minute ab jetzt. Okay, den Link posten wir jetzt im Chat. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, jetzt abzustimmen. Das ist die erste Entscheidung, die getroffen wird. Dann werden wir den Programmplan noch zu Ende durchgehen. Dann werdet ihr den annehmen. Und dann geht's los in die Formatfindung. Und dann gibt's Pitches. Es gibt heute schon Pitches. Ja, wir müssen echt jetzt Tempo machen. Wir müssen zack, zack, zack. Und wir müssen wieder, unbedingt echt wieder alles aus dem... Peng, peng, peng. Ja, die eine Minute. Eine Minute, ich lese in einer Minute Subs vor. Und zwar Rot0815 hat subscribed, DoomHSF hat subscribed, LalexF hat subscribed, hat sogar resubscribed, 5 Monate. HRSWaggler hat subscribed, SyntaxKiller hat subscribed, SandkastenRocke hat subscribed, Klatschengeber hat subscribed, Seed1... 771 hat subscribed, Mr. MabyMG hat subscribed, Dykes hat subscribed, Kioma91 hat resubscribed für 3 Monate, Maverick hat resubscribed für 2 Monate, Nutnut, oh Gott, jetzt kommen so viele Subs dazu, Jörg Spiegel hat resubscribed für 4 Monate, Turboflow hat subscribed, El Nazca hat subscribed, Ingbred hat subscribed für 2 Monate und Bayonetta 1807. Stopp, reicht, vielen Dank. Und Top 15 hat klar und eindeutig gewonnen. Hier ist das Ergebnis. 129 Leute haben für Top 15 hätte ich auch genommen. Gestimmt. Hätte ich auch genommen. Beste Entscheidung. Genau, dieses Mal dürfen wir das nicht beeinflussen. Haben wir doch gar nicht. Ich sag's nur, nicht so wie letztes Mal. Achso, ich wollte das jetzt gerade hier ändern. Also ich notiere mir das mal. Das können wir, weil da kommen noch ein paar mehr davon. Top 15, New Face. Das ist ordentlich. Schafft ein Anwärter es über den New Face Slot als Gesicht in das Bonjour-Programm, steht ihm ein Format nach Wunsch zu, automatisch. Kann er, ohne das pitchen zu müssen, Motorboot fahren. Kann er Motorboot fahren. Kann Geil. Er sich aussuchen. Paragraph 4, Formate. Formate sind alle Shows, für die mindestens ein festes Gesicht zuständig ist. Wann ein Format laufen kann, hängt davon ab, wann die jeweiligen Gesichter Zeit haben. Wie lange ein Format am Stück laufen kann, hängt von der Performance des Formats ab, die über das Rating definiert wird. Siehe
Hier oben, zum Beispiel Mental vs. America, aktuell mit einem Rating von 6.906, kann maximal 7 Stunden in der Woche laufen. Genau, Formate. Ein Format kann pro Programmtag nur einmal vom Programmchef ausgewählt werden. Ist ein Format für einen Programmplatz vom Programmchef ausgewählt, kann dieser anschließend über die Länge des Programmplatzes abstimmen. Ist der Programmchef sich bei dieser Abstimmung nicht mit 50% aller Stimmen einig, wird ein Mittelwert aus den beiden Top-Ergebnissen ermittelt. So verhindern wir zum Beispiel sowas wie eine Stunde Wonders Raid oder 6 Stunden HGD durch. Ne? So, damit wir halt dort was Sinnvolles zustande bringen. Auch wenn 6 Stunden HGD mal ganz cool ist, könnt ihr von mir aus machen. Aber jetzt müssen halt 50% aller Stimmen sich einig sein. So, dann kommen wir zum New Format Slot oder New Show Slot, habe ich ihn auch nicht genannt. Ja, nennen wir ihn einfach jetzt New Format Slot. Das ist doch blöd. Da habe ich doch, egal. Der New Format Slot. Über den New Format. Wer hat das denn geändert, verdammt? Wer hat denn hier was in meinem Programmvertrag geändert? Ich war nicht. Über den New Format Slot gelangen neue Formate in das Programm. Der New. Alter, das geht jetzt. Nee, das kann ich nicht vorlesen. Ich lese jetzt New Show Slot vor. Sorry. Der New Show Slot findet einmal in der Woche für eine Stunde statt. Also genauso wie der New Face Slot. Gesichter haben die Möglichkeit, sich mit einem neuen Format auf den New Show Slot eines Monats zu bewerben, indem sie ihre Show im ersten Twitch Play Sponsor eines Monats pitchen. Zum Beispiel, du kannst heute was pitchen. Mach ich. In diesem Slot. Hat sich der Programmchef für ein neues Format entschieden, hat der Programmkoordinator, also ich, so schnell wie möglich zu klären, wann das zuständige Gesicht für den Slot Zeit hat. Anschließend stellt der Programmkoordinator dem Programmchef sinnvolle Auswahlmöglichkeiten für den New Show Slot zur Verfügung. Nach Ablauf des aktuellen New Show Slots wird das Rating eines neuen Formats ermittelt und mit den Ratings der anderen Formate verglichen, wie beim New Face Slot. So, schafft das neue Format es mindestens mit seinem Rating auf den Rang, ist es als neues Format bei Bonjour angenommen und kann ab sofort gewotet werden. So, und jetzt, pass auf, das ist jetzt, ich will es nicht beeinflussen, aber klar, das New Face, das hat natürlich andere Maßstäbe als jetzt neue Formate von uns Gesichtern. Ne? Mhm. Das heißt, jetzt entscheidet ihr wieder, wie gut muss ein Format sein, eine New Show, damit sie es in den Pool schafft. Also wie hoch sollte der Qualitätsanspruch dort sein? Die haben wir fertig. Wie gut muss ein neues Format sein? Machen wir mal Top 5 mit rein. Top 10, Top 15 oder Top 20. Abstimmung mit begrenzter Zeit. 1 Minute. Stimmänderung erlauben. Los geht's. Wie gut muss ein Rating eines neuen Formats sein, damit es übernommen wird? Jetzt habt ihr wieder 1 Minute Zeit. So, das klingt jetzt alles so mega theoretisch und ich verstehe nichts. Ist es hier eine Mathevorlesung oder so? Wir sind gleich durch. Genau, wir sind gleich durch. Wir brauchen das System. Dann sind die Regeln nämlich da, dann kann jeder von mir auch selbst durchlesen. Aber wir müssen uns einmal auf Regeln einigen, damit wir immer wieder. Irgendein Mikro ist gerade offen. Damit wir immer wieder. Mein Arsch ist. Gino! Damit wir immer wieder abstimmen können und alle dieselben Basics haben, um das zu entscheiden. Das ist korrekt. Deswegen haben wir diesen Programmvertrag jetzt. Wie lange geht denn das jetzt hier noch? So, und wir haben es. Gewonnen hat Top 10. Bam! Ein neues Format muss in der Top 10 landen. 116 Leute haben dafür gestimmt, damit es in den Pool schafft. Notiere ich mir. Top 10 New Show. Gut, dann jetzt, Achtung, nächstes Voting. Ein Format wird abgesetzt, denn es ist unnötig, den Formatpool immer weiterzuführen. Formate sollen auch abgesetzt werden,
Und jetzt haben wir zwei Votings. Also das sind ja erstmal Vorschläge von meiner Seite. Entweder wir machen das übers Rating und sagen, ein Format wird abgesetzt, wenn es nicht mehr in der Top 15, 20, 25 oder 30 ist. Oder wir machen es so, dass ein Format abgesetzt wird, wenn es ein, zwei oder drei komplette Programmmonate nicht gewählt wurde. Ich äußere mich nicht dazu, aber ich habe auch eine Meinung. Also, nächstes Voting, geht wieder eine Minute. Wie werden Formate abgesetzt? Zu schlechtes Rating. Lange Zeit nicht ausgewählt. Also, Formate, welcher Faktor ist entscheidend dafür, dass ein Format abgesetzt wird? Das Rating von einer Show oder wenn es ganz lange nicht ausgestrahlt wurde? Wie das genau dann ist, das wählen wir danach im Anschluss noch. Wieder eine Minute. Mehrere Möglichkeiten sind nicht erlaubt, aber Stimmenänderungen sind erlaubt. Und los. Eine Minute. Gott, wir müssen uns echt beeilen. Schaffen wir alles. Vielleicht überziehen wir heute ein bisschen. Ja, we can do it. Wir müssen ja einmal den Programmvertrag auch durchgehen. Genau, das ist super wichtig. Und danach gibt es ja Klotz und Kante Finale, da haben wir genug Zeit. Ja. Also wir können da ruhig überziehen jetzt. It's important. Wir schreiben gerade Twitch-Geschichte, das wisst ihr, ne? Sowas gibt es nicht. Auf der ganzen Welt gibt es das nicht. Das gibt es nirgendwo. Link, alle wollen Link. Oh, fuck, Link. Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Link. Oh Gott, noch 30 Sekunden. Kann ich leider. Da. Okay, ist da. So. Gleich wissen wir Bescheid. Do it. Über welchen Faktor werden unsere Formate abgesetzt? Ich hoffe, dass ein. Lange Zeit nicht ausgewählt, gewinnt eindeutig mit 187 zu 89. Ja, ist auch besser so, weil. Hätte ich auch. Ja, weil es smarter, weil das andere ist. Es gibt. Wollte aber Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich weiß. Ne? Wollte er unser gut. Programmchef. Ja, es funktioniert. Programmchef ist smart. Okay, also über die Zeit. Alles klar. Wann soll ein Format abgesetzt werden? Wenn es ein, zwei oder drei komplette Programmmonate nicht mehr gewählt wurde? Ist das nächste. Komplette Monate. Wie lange? Ich habe eine Frage. Wie lange? Also mach das mal, dann frage ich dich was. Wie stelle ich denn jetzt die Frage? Wie lange muss ein Format nicht gewählt werden, bis es abgesetzt wird? Wie lange muss ein Format, ist das richtig? Ja, ist egal, ist doch jetzt nur für den Vote. Ist überhaupt nicht egal, bis es abgewählt wird. Warte. Abgesetzt. Nicht so, seid ihr bescheuert? Man darf so meine Hände nicht sehen. Drei Monate. Warte, wir fangen hier an. Eine Minute. Achtung, es geht. Los. Ein Monat, zwei Monate oder drei Monate? Habe ich jetzt tatsächlich einen Monat geschrieben? Ich weiß es nicht. Egal. Ein Monat, zwei Monate oder drei Monate? Habe ich geschrieben, ja. Ist okay. Man versteht es. Hoffentlich. Verstehst du mich? Klar. Ein und dann die Einheit ist Monat. Ein Monat, zwei Monat. Man schreibt ja auch nicht ein Meter und zwei Meters. Verstehst du? Ja. Das, daran habe ich nämlich gedacht. Ich auch. Okay, außerdem, wer sonst noch an uns gedacht ist, Little Jury hat subscribed. Tonino1985 hat resubscribed 5 Monate. Herz Mental. Inti Pogo hat resubscribed für 6 Monate für mehr Regeln und Klausalen bei Bonjwa. Und Fixius hat auch noch subscribed. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Leute. Macht weiter so. Dann geht's auch weiter. So, das war die beste Ansprache der Welt. Okay, do it. Und es gewinnt zwei Monate. Das ist gut. Zwei Monate. Zwei Monate. Wenn ein Format zwei Monate nicht gewählt wurde, ist es raus. Kann es irgendwann wiederkommen? Ja, dann muss es aber neu gepitcht werden. Ah. Und zwar auch mit einer neuen Idee dahinter. Das sollten wir vielleicht auch noch irgendwann. Okay. Ja? Aber also das rein genauso zu pitchen, wie es schon war, hat keinen Sinn. Okay.
So, das heißt, zwei Monate, sollten wir dann auch nachher so reinschreiben. Zwei Monate. So, das wird gleich geändert. So, fünftens, Events. Events sind pro Programmmonat einmalig. Zum Beispiel King of Kong. Mhm. Im ersten Twitch Plays Bonjour eines Monats, also zum Beispiel heute, stimmt der Programmchef über das Event des Monats ab. Der Programmkoordinator hat dem Programmchef spätestens im darauffolgenden Twitch Plays Bonjour, also nächste Woche Montag, drei sinnvolle Termine für das Event des Monats vorzuschlagen. Paragraph 6. Sonderevents. Sonderevents haben keine zeitlichen oder inhaltlichen Limitierungen und können alle anderen Programmregeln für den Zeitraum des Events außer Kraft setzen. Das heißt, Motorboard wäre möglich. Wäre möglich. Tritt ein Sonderevent in Konflikt mit anderen Programmregeln, muss der Programmchef vom Programmkoordinator, also mir, direkt nach dem Pitch explizit auf jeden einzelnen Konflikt hingewiesen werden. Jedes Gesicht hat die Möglichkeit, pro Monat ein Sonderevent in einem beliebigen Twitch Place Bonjour zu pitchen. Also kannst du es jederzeit pitchen, aber nur einmal im Monat. Mhm. Damit ein Sonderevent zustande kommt, muss der Programmchef mit 2/3 Mehrheit zustimmen. Also es muss schon richtig geil sein. Der Pitch für ein Sonderevent muss die exakten Daten und Zeiten des Events enthalten. Paragraph 7, wir sind gleich durch. Okay. Pitches. Ein Pitch darf maximal 20 Sekunden lang sein. Ein Pitch kann entweder vorweg in Videoform eingereicht werden oder live während Twitch Plays Bonjour erfolgen. Pitches sind nur erlaubt, wenn die Machbarkeit zuvor mit allen Involvierten geklärt wurde. Paragraph 8 Allgemeines. Die Änderung eines bestehenden oder die Einführung eines neuen Paragraphen benötigt die Zustimmung des Programmchefs mit einer 2/3 Mehrheit. Das heißt, wenn was geändert werden soll, dann können wir es vorschlagen und ihr müsst zustimmen mit einer 2/3 Mehrheit. Solange nicht anders beschrieben, findet eine Wahl mit einfacher Mehrheit statt. Also wie wir es jetzt bisher gemacht haben, ne? Die Mehrheit, die gewinnt halt. Egal, ob es eine Stimme mehr sind oder nicht. Beschwerden sind an mental@bonjour.de zu richten. So. Ich freue mich auf alle Mails. Okay. Das ist der Programmvertrag. So, ich pflege einmal kurz die Änderung ein, die wir gerade abgestimmt haben. Hä? Das ist überhaupt nicht kompliziert. Und das ist überhaupt nicht unnötig, weil jeder... Da ist ein Kappa dahinter, Jens. Jeder kann das jetzt genau... Aber hier, ich habe hier einen Kappa dahinter. Das ist auch nur ein Joke. Jeder Programmchef, jedes Gesicht, jeder kann jetzt immer sich auf diese Paragraphen beziehen, ne? Und eben auch zum Beispiel Beschwerden einreichen. So, ich ändere das jetzt mal. Ja, Rating mindestens, was haben wir gesagt? Oder man macht es wie in der Politik 15. und wählt einfach und weiß gar nicht, was passiert. Auf den schafft der Anwalt das mit auf den 15. Rang, ist er als neues Gesicht angenommen. So, dann haben wir hier bei der New Show haben wir den, was haben wir gesagt? 10. 10. Rang. So, ich ändere das hier nochmal schnell. Format der New. Das kann ich wirklich nicht, das, keine Ahnung, wer das hier fabriziert hat, aber das ist der New Show Slot. New Format Slot. Ja, Mann! Gino, komm du doch rein! Mal da. Das hier ist ein Infoformat. Ja, es ist gerade ein Notartermin. So. Das ist eine Infoveranstaltung. Wenn ein Format in... Sitz hier rum, 2 Minuten machst nix. Ich? Ja, aber hier PC, da sind Leute, da sind 850 Leute, die zugucken. Kannst du nicht einfach hier rum sitzen, nichts machen? So, jetzt Schnauze, bitte. Geh wieder raus. Mach mal was. Wir machen noch jetzt, ist gerade wichtig. So, hier, ich hab's geändert, ne? In 2 kompletten Programmmonaten nicht gewählt wurde. So, also. Jetzt kommt eigentlich das wichtigste Voting. Denn damit das Ganze hier zustande kommt überhaupt, ne, das ist das, was wir euch anbieten können. Nicht mehr, können wir das schon mal zu sagen. Damit dieser Programmvertrag zustande kommt, muss der Programmchef jetzt zustimmen.
Und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Weil, das steht ja im Vertrag. Ja. Wer hat diesen Vertrag geschrieben? Ich. Ich bin gespannt. So, damit das hier zustande kommt, damit ihr als Programmchef hier mitmachen könnt, müsst ihr jetzt zustimmen. Und ihr müsst jetzt unterschreiben, sonst wäre das hier nichts. Ne? Oh Gott. Also? Ich habe eine Frage. Ja? Nein, frag nicht, das ist... Lass es, warte bis abschließend. Nicht manipulieren. Ich will nicht manipulieren, ich will nur wissen, was passiert, wenn das jetzt nicht zustande kommt. Hey, warum? Ist doch egal. So eine offensichtliche Frage. So, wir bieten euch das an, weil wir da Bock drauf haben, das mit euch umzusetzen. Aber wir erwarten auch, dass ihr euren Verpflichtungen nachgeht, ne, zum Beispiel dem hier, und eben da seid und das mit gutem Gewissen macht und ihr diese Ziele dabei berücksichtigt. Und ja, jetzt stimmen wir ab. Kommt dieser Vertrag zustande? Unterschreiben Sie den Bonjour Programmvertrag. Eigentlich ist es ja so, dass nur die, die unterschreiben, also Programmchefs sind. Die anderen sind einfach kein Programmchef. Wir müssen die unter sich ausmachen. Übrigens, man muss mal Mikro entmuten, sonst kann ich die Subs nicht vorlesen. So. Dann lies jetzt Subs vor und wir gucken uns gleich das Ergebnis an. So, dafür lasse ich euch auch ein bisschen mehr Bedenkzeit, nämlich 2 Minuten. Ja? So. Überlegt es euch gut, ja. Wir haben da Bock drauf. Habt ihr da auch Bock drauf? Los geht's. Und sobald er unterschrieben ist, der Vertrag, und wir dürfen, dann machen wir das Programm, oder? Dann geht's sofort los. Los. Mit dem Programm. Please. Please, Yoshi, mach people. Mikro an. Ich will Subs vorlesen. Yoshi! Kann Yoshi bannen. Mate, jetzt red doch, please. Ja, dann lass mich doch, mute mich doch einfach. So, ich musste mal alle Subs vorlesen, weil ich seit 10 Minuten gemutet war. Ingbread hat resubscribed, Bayonetta 1807 hat resubscribed für 3 Monate, Little Jury hat subscribed, Tonino 1985 hat resubscribed für 5 Monate, Intipogo hat resubscribed für 6 Monate, Fixios hat subscribed, Peppy 619 hat subscribed, Santa Rocca hat subscribed, Brawl hat subscribed, Ryro Cass hat resubscribed für 4 Monate und schreibt, Ryro Cass hat resubscribed für 5 Monate. Hemloy hat sie resubscribed für 5 Monate. Alle Macht dem Programmchef. Vielen Dank fürs Subscriben. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. So, und jetzt? Ja, warum machen wir das Ganze? Weil wir euch natürlich vertrauen. Ja? Wir vertrauen euch, unserer Community, und möchten das hier auch ordentlich mit euch umsetzen. Und deswegen gibt es auch diesen Vertrag. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Leuten allen vertrauen. Ihr könnt es natürlich trollen, wenn ihr es möchtet, oder ihr lasst es. Nein, komm, macht's ernsthaft. Das ist eure Möglichkeit, das Programm mitzugestalten. Die werden nicht trollen. Die sind vernünftige. Ja, Jens, hört auf, unseren Programmchef zu beeinflussen. Ich sag nur, dass sie nicht trollen werden. Nein, du beeinflusst sie gerade. Das ist Beeinflussung. Ja. Vielleicht sollten wir irgendwann noch ein Paragraphen. Keine Beeinflussung. Keine Beeinflussung, sonst Strafe. Stimmt, das wäre gut. Swiss-Streaming, direkt. Wir haben immer eine Dose hier, die wird sofort geöffnet. Und die Programmchefs müssen die aber auch essen, wenn sie was in die. Der Programmchef, wir bauen eine Apparatur, bei so und so viel Votes wird die automatisch geöffnet vom Programmchef. Oh Gott! Das ist so ein... Ja, so, und die Wahl ist fertig. Und somit ist die Bonjour-Community ab diesem Moment offiziell der Bonjour-Programmchef mit 298 Stimmen zu 69. Ich nehme die Wahl an. Machen wir nur. So. Gut. So, das heißt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit und können es weitermachen. Schnell! Oh, fuck, das schaffen wir alles nicht mehr. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen überziehen heute. Ja, also, egal. Das ist jetzt der Vertrag. Und, ja, wir fahren fort. Achso, dazu ist zu sagen, der New Face Slot, der wird erst ab nächsten Monat eingeführt. Na, das war jetzt zu kurzfristig. Das haben wir nicht hinbekommen, das zu organisieren. Aber mit allen anderen Slots fangen wir direkt an. Als erstes kommen die Pitches für das Event, was wir diesen Monat abhalten werden. Dazu zu sagen,
Es gilt auch immer noch die erste Woche eines neuen Monats als ne, für den Eventmonat. Genau. Also wir entscheiden dazu. Einfach nur jetzt. Wir sind ja gerade in der ersten Woche vom Dings und in einem April, Monat. Genau. Im nächsten Monat irgendwann das Event. Welches Event? So, und wir pitchen immer in diese Kamera rein. Und wir pitchen zuerst King of Com StarCraft 2. Und zwar haben wir da 20 Sekunden zu, Matteo. Komm, wir pitchen das jetzt. Ich habe hier gar keine Sekunden. Ich habe keine. Muss weiter nach vorne, Matteo. Ich zähle jetzt bis 20 und du pitchst. Okay. So, ein Event ist King of Com StarCraft Community Turnier, moderiert von Matteo und mir. Das war es eigentlich schon. Korrekt, das war's. Ihr kennt es alle. Ihr spielt gegeneinander, wir casten es. Mods geil, heiß, richtig sexy. Gut. Wir haben super, richtig viel Zeit. 20 toll. Sekunden, da kann man ja mega viel pitchen. Und das waren gerade mal 18 Sekunden. Ja, krass. Okay, wir haben aber noch ein zweites zur Auswahl und ich weiß noch nicht, wie ich das pitche. Okay, pass auf, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Okay, du willst mich nicht dabei unterstützen? Ich kannst vielleicht was einwerfen. Gut, ich mach Motorboot. Es geht. 3, 2, 1. Wir machen die Bondra Show, eine 60- bis 90-minütige Unterhaltungssendung mit dem Fokus auf Gaming und E-Sport. Und es wird zum Beispiel Sektionen geben wie: Was ist das für ein Hype? Oder Judgmental. Wo Matteo sich Skandale anguckt und shit, das war schon, das waren 20 Sekunden. Ach du Kacke, ich war überhaupt nicht gut. Ihr seid aber geteasert, ihr wisst nicht genau, was Judgmental ist, aber es ist ein Format, das heißt Judgmental. So, jetzt wisst ihr, was los ist. Okay. Also, das ist das zweite Format. Das hätte ich besser vorbereiten müssen. Aber nun ja, ich muss ja meinen eigenen Regeln, muss ich ja standhalten. Ich glaube, das ist tatsächlich besser, einen Pitch als Video vorzubereiten, weil dann kann man immer noch. Aber so ist auch geil, weil dann kannst du nicht den ganzen Pitch abfeuern und dann denken die Leute, was ist das Format? So, alles klar. Welches Event, das sind die beiden Events, die wir diesen Monat umsetzen könnten. Welches Event im April? King of Com SC2 oder die erste Bonva Show? Begrenzte Zeit, Stimmänderung erlauben, eine Minute, go. Live-Pitch ist 20 Sekunden echt krass. Kriegt mal hin. Wir müssen uns nur dran gewöhnen. 20 Sekunden. Man muss einfach ein paar Worte in den Mund nehmen, die einen triggern. Genau, so ganz schnelle Schlagworte. Das ist wie bei House of Cards. Du musst dir halt davon ganz genau überlegen, welche Worte du benutzen willst. Es muss alles schnell gehen. Wir leben in einer Zeit, in der keine Zeit bleibt. Genau, die Termine werden ja später vorgeschlagen. Ne? Spätestens nächste Woche. Genau. So, was ist denn jetzt hier passiert? Die Minute ist schon um, oder? Das springt alleine um, wenn die Minute um ist. Das, ne? Ich habe ja gesehen, dass Klaus die Funktion einfach bereitstellt. So, und es hat gewonnen, die Bondra Show. Geil! Ich habe nämlich richtig Bock auf die Bondra Show. Ich habe keine Ahnung, was die Bondra Show wird. Zum Beispiel außer Judgmental auch dabei. Will It Esport könnte eine Kategorie sein. Will It Esport, da habe ich Bock drauf. Das Bondra Battle, vielleicht auch die Bondra Olympiade, habe ich gedacht. Jetzt mach nicht zu viel. Ja, stimmt, mach nicht zu viel. Es wird die erste Bondra Show. Die Bondra Show wird in diesem Monat drangenommen, ist notiert. Und jetzt kommen wir zum New Show Slot. Ich habe kein Format zu pitchen diesen Monat. Hast du ein Format zu pitchen? Ich habe ein Format zu pitchen für New Show Slot. Matteo, bereite dich vor auf dein Format-Pitch. Ab 3, 2, 1. Der Pitch ist super easy. Er wird die falsche Kameramann! Das nochmal. Zählt jetzt nicht nochmal. Nochmal. Zählt nicht nochmal Zeit. Die Kamera hier. Also 3, 2, 1, jetzt. Der Pitch ist super easy. Er wird einfach die Frage beantworten, die wir uns schon seit Jahren stellen. Wer ist besser? Ich oder Niklas? Das Format heißt Mental zerstört Honor. Ich spiele gegen ihn StarCraft, das war's. Boah, 15 Sekunden, richtig cool. Easy, Mann. Ich hätte noch, voll viel erzählt. So, Gino, hast du ein Format zu pitchen? Okay, ich hol Gino. Wie nennt man das? Mental zerstört. Nein. Ah. Mental zerstört. Oh, ne. Mental zerstört. Oh, brauchst du das Mikro oder was? Achso, von Jens muss ich das. Nee, da liegt doch noch eins, oder nicht? Da liegt doch noch eins, zu einer Seite. Da liegt eins? Ja, wir haben noch zwei Mikros gelegt. Hier ist das, hier. Da, nimm das. Nimm dies.
Geh weg da jetzt. Du bist nicht mehr dran. Lesen. Jetzt ist Gino dran. Ich werde noch gefragt, ein SC2 hast du gesagt, ne? Ja, habe ich gesagt. Warte mal. Wieso ist das falsch? Okay, Gino, soll ich anziehen? Nein, es war. Ja. So. Genau so, genau so. Ginos Format ist. Das war doch richtig. Ich trage Mikros. Das ist richtig, ja. Kabel hinten lang, ich am Gesicht lang. Ja, sehr gut. Hier in die Kamera, ne? Sehr gut. So, in die Kamera. Ist Gino an? Rede mal. Hallo. Ja, du bist an. So, Gino, bist du bereit für deinen Formatpitch? Sehr bereit. Gut, dann dein Formatpitch in 3, 2, 1, jetzt. Hi, ich bin Gino, dein Fitnesstrainer. Du hast Fragen zu Fitness oder Ernährung. Du kannst sie mir schicken, ich werde sie beantworten. Du kannst mir auch Videos schicken von deinem Trainingsprogramm oder von Liegestützen und Kniebeugen. Ich kann deine Technik prüfen. Das heißt, alles kann ich dir beantworten, denn ich bin Gino, dein Fitnesstrainer. Gut, 18 Schön. Sekunden. Schön vorgetragen. Wie heißt das Format? Coach Gino. Coach Gino. Danke. Gut. Ich bin durch jetzt, ne? Für heute? Du bist durch. Nein, mach Klotz und Kante. Ach so. Vielen Dank. Wir machen gleich nochmal einen richtig großen Klotz und Kante. So. Tweet, Social Media, Buzz. Wir rufen mal kurz Hauke an, ob der noch ein Format pitchert. Reicht. Oh, wo liegt denn meine Webcam? Ich bin da unten. Gino Plus Plus. Das ist das Format. Gino mal. Hallo, Hauke. Oh. Hallo. Hallo, Hauke. Na, wie geht's? Hört ihr mich gut? Ja, wir hören dich gut. Boah, warte kurz, ich muss mal eben noch den Stream muten. Ja. Boah, live laufen. Aus dem Grün, ey. Okay, Hauke, jetzt du hast mitbekommen, wie der ganze Spaß hier läuft, oder was? Genau. Jetzt darf ich mein neues Format pitchen, ne? Genau, du hast 20 Sekunden, bist du bereit? Ja, warte, weil ich habe nicht so einen Weicheier-Pitch. Also ich muss die 20 Sekunden echt hart durchkloppen. Ja, ich zähle gleich runter, aber bist du bereit? Okay, sag mir, wenn ich noch 15 Sekunden habe, Bescheid, bitte. Okay, du hast noch 15 Sekunden. Nee, wenn ich noch 5 Sekunden habe, Entschuldigung. Sag mir dann noch 5 Sekunden, wenn ich noch 5 Sekunden habe. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sehr geehrte Programmchefs, What the Fuck ist die beste interaktive Wissensrätselshow, wo gibt. Drei Spieler versuchen mehr zu wissen oder im Notfall besser zu lügen als die anderen. Es wird eine Frage gestellt. Ein Spieler kennt die Antwort, zwei müssen lügen. Jeder der Spieler schätzt vorher, wie viel von euch Zuschauern er sie überzeugen kann, dass er die Wahrheit sagt. Der Spieler mit der besten Schätzung gewinnt, der mit der schlechtesten verliert. What the Fuck. Alter! Wow! Was war das für ein geiler Pitch? Ja. Guck mal hier. 19 Sekunden 60. Hauke, du hast noch mega viel Zeit. Ich hab geübt extra vorher. Oh, süß. Oh Gott. Für mich, das ist echt hart, so eine ganze Show, weil das Konzept ist natürlich ein richtiges Konzept. Das ist ganz schön schwer, aber auch witzig. Das war mal ein Power-Pitch, ey. Okay, ich habe gehört, es ist gleich noch ein Pitch. Wir sehen uns also gleich wieder. Wir stimmen jetzt erstmal ab. Vielen Dank, Hauke. Bis gleich. Danke euch. Bis gleich. Krass. Okay, ich bin ehrlich. Ich will Hauke so schon sehen. Lol, das war ja krass. Das war richtig krass. Deswegen wollte Niklas auch nicht pitchen. Hört auf, hier jetzt zu beeinflussen. Ne? Wir sind neutral. Ich will eine Lügenshow. Ich kann mega gut Welches lügen. Format neu im April? Option 1. Mental zerstört Honor. Coach Gino oder What the Fuck? Mental beeinflusst wieder. Hey, gar nicht. Abstimmung begrenzter Zeit. Stimmänderung erlauben. Abstimmung starten. Oh fuck, wir schaffen das alles nicht. Wir müssen auch noch den kompletten Programmplan machen. Ist egal, wir nehmen eine Stunde von Klotz und Kante weg. Von trauen Knochen. Also. Ja, guck mal, ne? So, hier. Das ist wichtig, Leute. Wir müssen das jetzt zu Ende machen, weil sonst gibt es kein Programm. Das machen wir nächste Woche nichts. Anarchie. Ja. Übrigens, subscribe, Zabbe 21 hat resubscribed für 4 Monate. Danny 334 hat resubscribed für 3 Monate und sagt, dieses Geld bitte für Bier ausgeben. Okay. Jack Woozy hat subscribed und Kami22 hat subscribed. Vielen lieben Dank. Danke, vielen Dank. Vielen Dank, sorry, wir haben gerade hier gelesen. Aber vielen Dank für die Subs, Leute. Das hält den Programmchef am Leben. Das heißt, what the fuck mit Fakt, mit wie Fakten übrigens. Ach so, what the fuck? Was ist der Fakt? Habe ich nicht verstanden. Okay, nicht schlimm. Ja. So. Es gewinnt eindeutig what the, nicht fuck, sondern... What the fuck? What the
Fakt. Okay, mir ist nur wichtig, dass ich Gino besiegt habe. Boah, du bist ein Assi, ey. Gut. Liebe dich, Gino! Genau. Jetzt haben wir ein neues Format. Da können wir gleich mal mit Hauke reden, wann er denn überhaupt Zeit dafür hat. Gut. Jetzt haben wir noch Zeit für Sonderpitches, sind jetzt noch dran. Hat jemand einen Sonderpitch? Matteo, Gino? Ich habe keinen Sonderpitch. Gino, hast du einen Sonderpitch? Gino, hast du einen Sonderpitch? Ja, wie Sonderpitch? Nee. Okay, dann rufen wir mal Hauke an, der einen Sonderpitch hat. Können wir auch direkt mit ihm klären, wann er Zeit hat. Für What the Fact. Jetzt will ich aber wissen, wie das genau aufgebaut ist. Es hat ja gewonnen. Hallo Hauke. Hallo, na? Dein Format hat eindeutig gewonnen. Es heißt What the Fact. Ich hab's ja, schon also gehört. Wie Fact. Ja, es heißt What the Fact. Ich hab's aber falsch gesagt. Also das okay. War mein Fehler, weil es so schnell gehen musste. Aber es war egal. Es hat nichts geändert. Wahrscheinlich kam das noch dir zugute. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Jetzt ja überhaupt nicht mit uns abgesprochen, aber wann hast du denn überhaupt Zeit für dieses Format im April? Einmal die Woche am besten, was? Donnerstag. Oh, Donnerstag ist immer scheiße. Ich kann am besten Montag, Dienstag, Mittwoch. Am besten kann ich Mittwoch. Am besten kannst du Mittwoch. Ich brauche ja auch noch zwei von euch. Soll ich mal richtig erklären, wie die Show geht eigentlich, oder machen wir das dann? Das machen wir nicht jetzt, weil jetzt haben wir zu wenig Zeit. Also du kannst uns das erklären. Ich bin auf jeden Fall für alles zu haben. Also Mittwoch ist für dich gut, ja? Ja, Mittwoch würde gehen. Egal wann? Ja, ein bisschen später ist für mich immer besser, weil dann kann ich den Weg nach Hamburg noch schaffen. Also ab 20 Uhr. Ja, genau. Und Montag würde theoretisch auch gehen. Montag würde theoretisch auch gehen. Ja, stimmt, dann könnte ich theoretisch... Montag wäre sogar besser, dann kann ich gleich bleiben. Okay, Montag ab 20, auch ab 20? Ja, da wäre auch ab 20 Uhr gut. Okay. Dann haben wir gleich fünf Vorschläge, da stimmen wir gleich noch drüber ab. Hast du noch einen Sonderpitch? Klaro, Alter. Ach, guckste. Okay, dann jetzt als nächstes Haukes Sonderpitch. Sag der ist Bescheid. Aber nicht so gut vorbereitet wie der erste, aber der ist auch gut, glaube ich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich zähle dann runter von 10. Ja, du kannst runterzählen. 10, 9, 8, 7, 6. Ich glaube, die Regie reagiert gerade nicht. Ist alles gut. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Kennen Sie das auch? Sie möchten WoW spielen, doch leider hat Ihnen der Programmchef nur eine Stunde zugeteilt. Kein Problem, verteilen Sie doch einfach Ihre Zeit besser. Zweimal im Monat 4 Stunden statt einmal die Woche nur eine Stunde. Wenn sich das nicht gut anhört, dann weiß ich auch nicht, liebe WoW-Fans. Okay, ich will 2 kaufen. Ich will 2 kaufen. Gut, das ist also Haukes Sonderpitch. Warte, kann ich dich irgendwie auflassen und gleichzeitig was starten? Ja, kann ich. Dann lass mir die kurz auf. Geil. So, Events. Das ist vorbei. Also Haukes Sonderpitch. One last raid. Im April 2x4 Stunden. Und wir verzichten dabei darauf, das mit in den Pool zu nehmen, ne? Dafür. Ja, genau. Dafür gibt es kein klassisches Dings mehr. Ich dachte, das ist auch für die WoW-Hasser gut, weil die ja dann nur einmal, quasi zweimal nur wissen, jetzt kommt WoW. Also zweimal diesen Monat WoW fest, vier Stunden und dafür nicht mit im Pool. Ist das mit irgendwelchen, ich muss kurz als Programmdirektor natürlich überprüfen, ob das mit irgendwelchen Regeln nicht konform ist, aber da sehe ich keine Probleme. Oh, ich habe sonst auch noch einen anderen Pitch. Nee, das ist... Hauke, okay. Stop it! So, also Hauke Play Sponge war. Wir bestimmen jetzt erstmal da ab. Eine Minute, Stimmänderung erlauben, Abstimmung starten jetzt. Eine Minute. So, genau, und in dieser einen... Nee, was? Achso, ich musste noch einen Link posten. In dieser einen... oh Gott. So, hier ist der Link. Also, und danach kommt dann noch der Vote für den, damit du gleich Bescheid weißt, für den New Show Slot. Und da würde ich gleich anbieten für die Community Montag 20 Uhr oder Mittwoch 20 Uhr oder Mittwoch 21 Uhr. Ist das okay?
Drei Auswahlmöglichkeiten. Okay, super. Wir können von mir aus auch irgendwann 22 bis 2 Uhr oder so. Also nach hinten raus bin ich flexibler als nach vorne. Okay, Hauke, ist okay. Da fällt mir noch eine Show zu ein. Ja, oh, ich bin dabei. Ich bin dabei. Bitte nimm mich mit. Ich brauche 2 Pfund Vaseline und Gino. Oh, gut. So, dein Sonderpitch wurde angenommen. Das heißt, One Last Raid. Da ist er. Was willst du denn jetzt hier? Er wurde gerufen. Für den Sonderpitch. Hast du jetzt auch einen Sonderpitch? Nein. Ich verstehe das mit dem Sonderpitch nicht. Was ist da jetzt? Ja, ist jetzt egal. Das musst du. Du hast jetzt Sonderpitch wäre zum Beispiel, wir spielen 8 Stunden am Tag, jeden Tag ist Minecraft. Nee, ist kein Event, sondern es ist ein Sonderpitch. Kannst du gleich noch meinen Sonderpitch abwarten, weil ich habe auch noch einen gleich. Was, dann, echt jetzt? Ja. Du hast jetzt auch noch einen? Hast du auch noch einen? Nein, ich habe keinen. Ja, was soll denn das? Ja. Jetzt warte erstmal. So, hab ich. Das steht doch alles im scheiß Programmvertrag. Ich hab dir den gepostet. Ich hab dir den gepostet, den Programmvertrag. Vorweg. Mach jetzt deinen Sonderpitch. So, das mit der, erstmal. Mit der Kamera, das ist so eine Reality-Show. So eine ich hab doch gesagt, ich mach das. Und dann schwenkt so rüber. Fick die Jutes doch, Mann. Wann New Showslot mit Hauke? Guck mal, ich hab hier noch eine Katze. Das ist die andere Katze, die wir haben. Mond, kann ich grad nicht zeigen. Aber oh, die ist so kamerascheu. Das ist die einzige Gelegenheit. Nie wieder werde ich die sehen können. Können im Format. Oh, mal schnell. Schnell, Hauke. Ja, sorry, das geht gerade nicht. Ist weg. So, 3 Auswahlmöglichkeiten. Wir überlegen uns was. Stimmenänderung erlauben. Das machen wir aber in diesem eine Minute. Versus. So, wann ist der New Show Slot? Nimm diese Pitches hin, um Sachen zu verändern. So, hier könnt ihr voten. So, was geht bei Hauke? Da. Jetzt Katze weg, oder was? Ja, die ist weg. Warte mal, vielleicht ist sie noch im Garten. Ihr könnt meinen Garten sehen. Irgendwo müsste deine Katze Hauke rumlaufen. Jagt Katzen. Oh, das ist dein Haus, Hauke? Ich dachte, du bist noch im Team. Da ist mein Haus. Boah, Alter. Ein ganzes Haus. Das ist ja voll geil. Ich glaube, Hauke ist reich. Ja. Wollt ihr mal meine neue Küche sehen? Da habe ich alles selber gemacht. Okay, los, zeig. Das könnte ein Format werden. Oh, Hauke zeigt. Hauke ist Haus. Crips. Alter, da haben wir richtig viel dran gearbeitet. Hier, meine Freundin und ich haben nämlich die ganze. Oh, jetzt muss ich an. Leider habt ihr alle das vorher nicht gesehen, ne? Guck mal, nee. So sieht die jetzt aus. Wow. Wow. Voll schön. Alter, wie viel das Platz ist eine alte Holzküche, die sah vorher voll scheiße aus. Wir haben das hier alles aufgearbeitet. Hauke, okay, Klaus ist gerade hier. Nee, das ist jetzt zu viel. Ich muss sie kurz wegschalten. Okay. So, Hauke, pass auf. Der New Show Slot ist am Montag um 20 Uhr. Ja. Ab nächster Woche. Ja, habe ich auch für abgestimmt. Geil. Gut, dann ist das beschlossen. What the fact? So, für den Sonderpitch brauchen wir auch noch Termine. Nee, erst Moderator. Er und drei. So, jetzt halt mal die Klappe. Jetzt ist erstmal mein Sonderpitch dran. Okay, Sonderpitch. Okay, Achtung. Achso, Hauke, wir sagen schon mal Tschüss zu dir. Vielen Dank, dass du uns alles gezeigt hast. Ne? Ja, danke euch. Mit dir steht ja erstmal alles fest. Wir freuen uns auf What the Fact nächste Woche. Ja. 20 Uhr. Und heute Abend Troll und Knochen. Und nachher Troll und Knochen. Sigi. Ab 22 Uhr. Geil, Hauke, bis später. Bis später, Hauke. Wir lieben dich alle. Tschüss, Hauke. Tschüss. So. Kannst du eben das da reinstöpseln? Jetzt kommt mein Sonderpitch. Achtung. Akku. Das wäre richtig rein. Okay. Ruhe. Achtung. Es geht los in 3, 2, 1. Ich und Lukas und ich, beide bekannt aus Honor greift durch, ein Protoss Bootcamp, eine komplette Woche, Montag bis Freitag, 16 bis 0 Uhr, 24.04. bis 30.04. Alter. Jeden Tag Protoss Action nonstop. Das Format heißt Hashtag RIP. Alter, fuck, Alter. Das geht gar nicht. Wenn die Leute das voten, dann bist du tot. Ich will das. Ich weiß. Den machen wir auch. Dann machen wir machen einen Konterpitch. Okay, wir machen jetzt den Konterpitch. Ja, einen Pitch? Nein, Da, wenn ich da bin. Ihr könnt das beim nächsten Mal machen. Nächsten Monat, wenn ich da bin. Doch, machen wir einfach. Jetzt hier nicht spontan. Nächsten Mal pitchen wir das. Protoss
Bootcamp. Wir pitchen nächstes Mal eine komplette Klotz- und Kantelwoche. Kannst du mal gucken. Ha? Vierter. Anderes Spiel, ist egal. 30.04. Ja, genau. Ja. Nein, wir nehmen uns eins und ballern uns komplett. Nein. Skyrim. Auf geht's. 24. Hier wird gerade gepitcht, Horrorspiele mit Matteo und Gino. Nein, da sterben wir. Oh. Das ist jetzt ein Sonderpitch, der muss also mit 2/3 Mehrheit angenommen werden. Wichtig. Oh. Weil wir wollen ja nicht irgendeine Scheiße, die keiner sehen möchte. Alter, wenn... Boah, das wird die krasseste Woche ever. Bitte. Ah, ich darf nicht beeinflussen. Nee, das ist... Süßströmming. Stimmt, wir brauchen das, bitte. Wir brauchen noch einen dritten Stuhl, Alter. Wenn Studio ist, dann machen wir jetzt das am Tisch. Oder? Was? Sowas hier, zu viert sitzen und so. Wann, im Studio? Nein, Studio? Ja, achso, wir haben das Studio jetzt übrigens offiziell. Stimmt, stimmt. Haben wir das 160 Quadratmeter Studio in Hamburg. Neues Studio. Ja, wir müssen mal so eine, wir wollen so kleine Videos drehen, damit wir MTV Cribs machen. Wir machen MTV Cribs. Da zeigen wir euch nicht nur das Studio, sondern auch unsere Terrasse und oben, also außenrum gibt es so eine... So, und wir haben ein Ergebnis. 195 Stimmen für Ja und 157 Nein. Das heißt, mein Sonderpitch ist gescheitert. Was? Krass. Tja. Wow. Vielleicht war der zu extrem. Ihr hättet Niklas rippen können. Aber vielleicht hättet ihr einfach... Ich wäre doch Grandmaster geworden in der Woche. Easy. Ist wohl kein Grandmaster. Schade. Bin ich jetzt ein bisschen traurig. Ja, toll. Aber toll habt ihr das gemacht. Ist nun mal so. Ja, wir dürfen nicht beeinflussen. So. Programmchef entscheidet. Guck mal, ist eindeutig. Ja, das machst du nächste Woche einfach nochmal dasselbe. Immer wieder. Ja, man darf es ja immer wieder pitchen. Mein Sonderpitch ist ja jetzt tot. Hä, nee. Für diesen Monat. Man darf nur einen Sonderpitch. Okay, dann müssen wir uns unseren gut überlegen. Was heißt denn Sonderpitch? Dann liest ihr das doch durch. Du Vogel. Nee. Was ist der Unterschied zum normalen Pitch? Da steht da alles drin. Also normaler Pitch ist ja für eine regelmäßige Show, die immer wieder kommt. Sonderevents. Aber Sonderevents. Genau. Ja, Sonderevents. Ja, was haben wir denn für die Welt? Das nächste Mal, wenn du da bist, ist es nochmal Pitch. Ja, dann sag doch was. Nein, Mann. So, wir müssen jetzt noch was... Wir müssen jetzt noch das Programm bestimmen. Okay, Programm. Das wird noch richtig. Nein, Moment. Hier ist die Sendepolizei und die sagt, es wird wieder Zeit. Wollen wir nicht eine Werbung einnehmen und dann das Programm schnell machen? Dann haben wir aber weniger Klotz und Kante heute. Ist egal, haben wir weniger Klotz und Kante, dann konzentrieren wir. Der Drache ist wichtiger. Nein, wir schaffen den Drachen locker. Ich auf jeden Fall zwei Stunden. Gino, wir schaffen den Drachen auf jeden Fall. Dann beeilen wir uns jetzt. Dann machen wir jetzt eine Pause. Wir kommen dann wieder zurück, machen das Programm und dann geht Klotz und Kante weiter. Los! Bonjwa wird unterstützt von Twitch, Curse, Loot Chest und von euch, der Bonjwa Community. Alle VODs unserer Live-Sendung findet ihr zuerst in der Videorubrik auf unserem Twitch-Kanal und zwar mindestens 24 Stunden, bevor sie woanders erscheinen. Das ist Matteo. Matteo sieht heute nicht so gut aus. Deswegen geht Matteo in den Bonjwa-Shop. Hallo Matteo, ich habe diesen Hoodie für dich. Den bekommst du aber erst, wenn du mich küsst. Wow, nice! Komm! Oh yeah! Die Bonjwa-Kollektion auf www.bonjwa.de/shop. Wir nehmen am Amazon-Partnerprogramm teil. Unseren Affiliate-Link findet ihr unter unserem Twitch-Kanal. Einfach unseren Link für den nächsten Einkauf auf Amazon nutzen und ihn direkt für die Zukunft bookmarken. Kostet euch nichts zusätzlich. Willkommen zurück zu Twitch Plays Bonjwa. Ihr bestimmt ab sofort, was hier läuft auf Bonjwa und wir müssen jetzt noch zusammen den Programmplan machen für die Woche 10.04. bis 16.04. Ich habe hier meine Pflichten als Programmdirektor, Koordinator bereits gedingst.
gedingst. Erfüllt. Erfüllt und habe hier vorbereitet. Wir fangen jetzt an mit dem Bonjour-Programm für den 10.04. bis 16.04. Wichtig zu wissen für euch, ja, wichtig zu wissen ist das hier. Twitch-Promo, das ist neu. Hier werden in dieser Stunde, 19 bis 20 Uhr, haben wir eine gesonderte Promotion bei Twitch, unserem Partner, auf der Frontpage. Das bedeutet, hier haben wir automatisch, hier, da haben wir automatisch mehr Zuschauer. Ja, berücksichtigt das, welche Formate ihr da zeigen wollt. Also man kann da mit verschiedenen Strategien rangehen. Entweder man pusht, man zeigt dort ein Format, was sehr gut läuft schon, ne, was halt, was ihr wisst, das ist gut, weil zu diesem Zeitpunkt werden viele Leute Bonjour sehen, die Bonjour noch gar nicht gesehen haben, oder mal wieder reinschalten, ne, über die Frontpage. Da kommen halt auch viel so Laufkundschaft, nennen wir das mal. Oder, keine Ahnung, man kann auch was Neues vorstellen. Weiß ich nicht, ihr entscheidet. So, es geht los. Das Voting läuft wie letztes Mal ab. Ich versuche ein bisschen schneller durchzukommen. Und wir starten. Oh, mein Protoss Bootcamp. Leider gescheitert. Naja, kann man nichts machen. War ich wohl zu gierig. So, wir starten mit dem Slot hier. Montag, 19 Uhr. Was soll dort laufen? Achso, Moment. Wir müssen noch eine Anpassung machen. Und zwar haben wir heute bestimmt, dass. Formate abgesetzt. Achso, das war nach. Ach nee, alles gut. Wenn es 2 Monate lang nicht gewählt wurde, dann wird ein Format abgesetzt. Alles gut. So, Montag, 19 Uhr. Da können Gino, Matteo, Yoshi, Dennis, Niklas. So. Ich kann leider die Votes nicht vorbereiten, deswegen muss ich einmal hier. Zack. Achso, ich hatte ja eine neue Technik, nämlich so. Während du das vorbereitest, möchte ich nochmal erwähnen, wir haben 22.000 Follower auf Twitch geknackt. Vielen lieben Dank dafür, liebe Leute. Ja, danke schön. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben, ich glaube, seit dem Streaming haben wir über 3.000... Ja, irgendwie so was, 3.000 bis 4.000 Leute dazugekommen. Ja, super stark. Außerdem möchte ich noch ein paar Subs vorlesen, während das alles hat vorbereitet. Und zwar hat xmao.de subscribed, darkz13 hat resubscribed, Place Never Sober, resubscribe für 3 Monate, geht mal zum Friseur. Vielen Dank, mache ich morgen. Moment, ich starte kurz das Voting, dann kannst du noch weitermachen. Vielen Dank schon mal, ich gehe morgen tatsächlich zum Friseur. Ich habe mega kurze Haare. Was soll am Montag um 19 Uhr nächste Woche laufen? So, 1 Minute, auf so, geht's. Link, genau. Jetzt darfst du noch ein bisschen so, Subs vorlesen. So, Man 100111 hat subscribed. Evil Knievel hat subscribed. Rock Charter, keine Ahnung, 1337 hat resubscribed für 2 Motto. JLems hat subscribed. Und der gute TWT Captain hat Trinkgeld da gelassen für 100 Euro und schreibt Glückwunsch zum neuen Studio. Vielen Dank. Dankeschön. Also vielen Dank für die Subs und vielen Dank wieder an TWT Captain, der einfach so viel reinbuttert, was einfach nur reich. Abgefahren ist. Das ist reich. Echt krass. Vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß. Vielen Dank. Richtig gut. Oh, hier wurde jemand gebannt. Was, echt? Elena 767. Ja, schon wieder. 5, Elena 6, ist 4, immer 6, da. 666. Wer ist Elena? Gebannt. Oh, yeah. Best Free Sex Zeit. Look here, guys. Kann ich alles vorlesen? Nein. Ich lese den Link vor, den können wir alle dann einfach selber. Wieso kannst du sie überhaupt noch sehen? Das wurde doch weil gebannt. Der Mod ist. Okay, wir haben. Für Montag um 19 Uhr, Vin Diesel hat gewonnen. Was? Geil. Was geht? Nice. So, Montag 19 Uhr, Vin Diesel, wie lange soll das laufen? Achso, wir müssen einmal gucken. 6 Stunden. Nein, wir müssen einmal gucken. Vin Diesel ist hier im Rating, kann also maximal 2 Stunden laufen. Das ist so krass, dieses Voting. Ich hätte jetzt niemals, also ich hätte das letzte, Diesel, mit dem ich gerechnet hätte, wäre jetzt Vin Diesel gewesen. Montag. Also nichts gegen Dennis, aber. Montag, 19 Uhr, wie lange? 1 Stunde. 2 Stunden. Stunde.
Genau, 1,5 Stunden. Los geht's. So, Vin Diesel, das können wir schon mal entfernen hier. Nicht beeinflussen, Matteo, steht hier. Ich beeinflusse gar nichts. Matteo beeinflusst mega oft, sagt der Chat. Ich weiß, das ist mein Job. Ab sofort jedes Mal beeinflussen, einmal einen Shot zur Strömung. Ich bin der Beeinflussmann. Oh shit, Moment, das kann nur eine Stunde lang gehen. Sagt warum? Der Chat auch gerade. Ja, danke, Programmchef, weil wir haben den. Ja, ihr habt recht. Ihr habt recht. Weil diese, wegen Rating, oder? Wegen Dings-Slot, New Format-Slot, New Show-Slot. Der ist doch Montag um 20 Uhr. Ja. Ach so. Das heißt, das der, können wir der beenden. Ist schon nächsten Montag? Ja. Krass. So. Das heißt, wir haben 19 Uhr, wenn diese 20 Uhr, what the fuck, 21 Uhr. Was soll um 21 Uhr laufen? Achso, Hauke ist dann auch hier da. Dann können wir hier auch noch mit Hauke einfügen. Das heißt, ab 21 Uhr, Montag 21 Uhr, da haben alle Zeit tatsächlich, außer... Wer hat keine Zeit? Matteo, weil er nicht da ist. Ich habe Zeit, aber ich bin nicht Zeit. Da. Achso, ja. Alle haben Zeit. Ja. Alle haben Zeit. Krass. Das wird jetzt richtig competitive. Alle haben Zeit. Montag um 21 Uhr. Das heißt, Hauke, Gino, Martino, das hier, ne? Alle 6. Ja. So, Montag 21 Uhr. Und er greift durch. Gino versus Mint. Ach, was mache ich denn hier? Da fängt er wieder an zu schreiben, ey. So geht's auch schneller. So, Klotz versus Kante. Safe Call. Teach Me Senpai SC2. Klotz und Kante Minecraft. Troll und Knochen. Ach so, kommt Klotz und Kante Minecraft, wenn ihr. Soll das nächste Woche noch? Nee, also Klotz und Kante Minecraft endet ja heute definitiv, egal wie es ausgeht. Also kannst auch nicht mehr nächste Woche dran kommen. Eigentlich nicht. Okay, dann nicht. Ja. Troll und Knochen. Oder was ist denn, wenn die Leute das trotzdem sehen wollen? Dann müssen wir es wieder mit einem Pitch reinholen. Ist ja raus dann. Nee, es ist ja nicht raus. Raus wäre es ja nur, wenn es... Okay, dann, das finde ich aber fair. Wenn die Leute es unbedingt sehen wollen, dann läuft es weiter. Aber dann müssen wir uns was Neues überlegen, was wir dann machen. Ja. Gino, wir spielen doch weiter. Vielleicht. Vielleicht. So, Wonders Raid. Wenn die Leute es wollen. Nicht statt, wegen des Sonderpitches. Das ist möglich. Das ist möglich. Also, guck mal, die Sache ist die, ne? Möglich. Wenn dieses nicht mehr möglich. Niklas hat gesagt. Das ist möglich. Wenn die Leute es wählen, dann müssen wir es trotzdem spielen. So. Egal, ob wir es schaffen oder nicht, wenn die da sagen, Mantel, Klotz und Kante, Minecraft soll weitergehen, dann müssen wir weitermachen. Wir müssen neue Ziele suchen, neue Sachen machen. Den Leuten erklären, deswegen wird es ja langweilig. Gino, ob es langweilig ist oder nicht, hast du nicht zu entscheiden. Das haben die Leute zu entscheiden. Was? Was? Die Schleue zu wissen, dass es. Das ist Manipulation. Jetzt hört auf zu manipulieren. Nein, das ist nur eine Erklärung des Formates. Nein, verpiss dich. Wenn wir den Drachen besiegen, was sollen wir denn machen? Das entscheiden die Zuschauer, nicht wir. Weg jetzt. Die entscheiden nur, dass wir spielen. Und die, ja, aber dann suchen wir uns neue Ziele. Dann ist es halt, und dann muss der Zuschauer sagen, okay, ich will das ist egal zu sagen. Und das bald sind wir dann so, wie jetzt ist. Oh Gott, ey. Wo bin ich? Wie so eine Sitcom, ey. So. Montag, 21 Uhr. Wird gespielt, was der Programmchef will, ob er will oder nicht. Und es gewinnt Troll und Knochen. Wie lange soll Troll und Knochen am Montag um 21 Uhr laufen? 18 Stunden. Genau, mein nächster Pitch wird dann die Bon Jovi Reality Show. Troll und Knochen, Montag ab 21 Uhr. Wie lange? Das ist ein Format, was länger laufen kann. 1, 2 oder 3 Stunden. Abstimmung mit begrenzter Zeit. Stimmänderung erlauben ab jetzt. Ich lese es gerade im Chat. Hör auf, was im Chat vorzulesen. Okay. Ich kann es mir schon sagen, Leute wollen eine Bon Jovi Reality Show hinter den Kulissen. Die Drummen und... Kriegen sie dann im neuen Studio. Ja. Da machen wir dann immer so Studio Behind the Scenes. Ja, bin ich schon mit Cedric in Arbeit. Muss jemand pitchen.
pitch ja, werde ich mit Cedric machen. Genau, pitcht ihr das mal. Ja. Als New Format, als New so eine Reality-Show wir machen, über das, das Studio-Leben bei Bond. Ey, wie cool das wäre. Das ist schon alles in Arbeit. Red nicht so viel darüber, Matteo. Du hast am Anfang auf, Matteo. Okay. Erwähne es nicht. 30 Sekunden reicht zum Voten. Kann ich leider nicht einstellen. Geht nur eine Minute. Ey, Gino. Wenn ich gegen dich Minecraft spiele, was meinst du, wer gewinnt? Boah. Ja, wir beide sind auf einem Server, eine Welt. Wir starten beide gleich. Und es gewinnt der, der als letztes noch überlebt. Keine Ahnung. So, es hat gewonnen, eindeutig, mit 2/3 Mehrheit, Troll und Knochen 3 Stunden lang. Das heißt, der Montag ist damit fertig. Da legt ihr den Drachen. Ja. Da legen die den Drachen. Da legen wir den Drachen. Da legen die den Drachen. Da legen wir den Drachen. Wenn wir den heute nicht legen und die legen den nächste Woche, dann spiele ich gegen dich. So, wir machen weiter. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, Freunde. Dienstag ist Mental Day, nächste Woche. Abstimmung entfernen. Dienstag, 18 Uhr. Können wir jetzt nicht machen. Da hat Gino keine Zeit in den ersten 3 Stunden. Der ist erst ab 21 Uhr verfügbar. So, was haben wir ein Spiel? Also haben wir Matteo und Mental Day. Da sind 4 Formate möglich. 1, 2, 3. Abstimmung mit begrenzter Zeit. Stimmänderung erlauben. Kann ich? Nee, geht. Ich kann auch Tage machen sonst. Tage? Nee, wir machen eine Minute. Los. Nein. Gino hat gepumpt. Oh, Gino. Mann, können wir das Mutterboot anmachen? Das kann dann wedeln. Sag du doch, Gino, du bist doch hier im Stuhl. Ich hab kein Mikrofon. Dann setz es doch auf. Da ist es doch. Mein Gott. Hol, dir halt mal, hol den Stuhl, setz es mal kurz auf und sag mal jetzt. Also, wenn wir... Jetzt setz es erstmal auf. So, mach. Ja. Joshi muss es anmachen. Bei Mental Day sind ja Matteo und ich spielen ja manchmal dann zusammen. Genauso wie jetzt das erste Mal von euch gewählt, Mittwoch 20 Uhr. Wir wissen noch nicht, welches Game. Das heißt, ihr könnt im Curse unter dem... Haben wir einen Channel dafür? Mhm. Klotz und Kante-Channel? Da könnt ihr auch einmal in den Klotz und Kante-Channel. Gerne mal Games posten, die erst, wir dann genau, spielen wir können. Und dann kommt ein Vote. Also genau, 3 und 4 Games irgendwie, korrekt, die wir cool finden. Dann würden wir euch voten lassen, welches von denen wir spielen. Und das würde dann auch im Mental Day, also nächste Woche kommen. So, es hat gewonnen. Mental vs. America, Dienstag 18 Uhr. Wie lange soll das laufen? Mental vs. America kann theoretisch den kompletten Tag laufen. Aber denkt dran, ab 21 Uhr ist auch Gino verfügbar. Das kann den ganzen Tag laufen? Ich werde doch nicht den ganzen Tag... Es geht nicht 6 Stunden. Achso, doch. Da klar geht das 6 Stunden. Theoretisch. Also theoretisch würde es gehen. Nee, Leute. America. Nee. Dienstag. Nee. 18 Leute. Uhr. Wie, jetzt mal auf, hier jemanden zu beeinflussen. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Los geht's. Wir haben noch keine Zeit. Freunde, wir haben noch keine Zeit. Jetzt glaubst du, kannst du spielen. Stimmen Sie ab. Jetzt, bitte. Wir schaffen das. Keine Angst. Was ist das? Mental. Pokéball? Das ist Samus Aran. Alter, was ist los mit dir, ey? 18, 19, Mann, Pokéball. 20, 21. Ich notiere mir das alles hier. Ich ändere das ganz am Schluss oder halt nach der, nach dem, also morgen irgendwann. Ey, Leute, das, ganz im Ernst. Achso, das wäre man dann dieses Dings vote, ne? Wenn man dann diesen Mittel... Ja, ja, genau. Okay, Gott sei Dank. Also das muss jetzt mit 50% die Stimmen müssen jetzt für 1 sein, sonst gibt es einen Mittelwert aus den beiden Top-Ergebnissen. Okay, ist gut. Gott sei Dank, Leute. Ich hätte mir fast in die Hose geschissen. Aber was ist denn, ich habe das gar nicht durchdacht, sehe ich gerade. Warum? Was ist denn der Mittelwert zwischen 6 und 5 jetzt? Ja, 6 plus 2 ist ein 8. Minus 2 ist 4. Ist genau von richtig. 6 und 5? Warum 5? Wo ist da 5? Wenn 6 und 5 jetzt drankommen, ist Top-Ergebnisse. Sind die? Theoretisch. Ja, dann wird es wird immer abgerundet. 11 durch 2. Nee, der... 5,5. Ja, aber wird es auf oder... Ist eigentlich... Ab. Oder es wird aufgerundet... Ah, ich weiß. Es wird aufgerundet, wenn mehr für das Höhere gestimmt haben. Ja, genau, das ist ein guter... Das ist gut. Oh, ich bin so smart. Schlau. Ich bin so schlau. Ist das ein Batterie? Ja, das kann richtig... Wir haben irgendwo hier noch eine Fernbedienung liegen oder so. Ja. Nee, das ist einfach so... Ein richtiges Motorboot, Gino.
Da können wir im Sommer richtig rausfahren und mal. Weiß ich nicht. Die sind auf dem Dachboden. Ich habe das ganze. Das Paket stand hier rum und alles blockiert. Ich habe gesehen, ihr habt drüben in der Küche ein riesen Fresspaket. Ja, das kannst du alles reinhauen. Weißt du, mit dem ist der Timer schon nicht vorbei? Hast du vergessen? Nein. Das ist Curse-Timer hier. Jetzt vertrau mir doch mal. 30 Sekunden reichen. Ja, geht leider nicht. Gino, kannst du auch mal meinen Motorboot kaputt zu machen? Jens, frag mal bei Curse an, dass die uns einen 30-Sekunden-Timer geben, bitte. Okay. Stimmt, wir gehen morgen Sushi essen. Kommst du mit? An morgen? Um 12. Ah, sag nicht wo. Nee, morgen, nee. Da muss ich mich auf 6 Stunden HGD vorbereiten. Um 12 Uhr schon? Achso, um 12 hab ich einen Termin um 12. Zum Sushi essen mit uns? Ich glaube, ich habe den Wort. Ich glaube, ich habe den Wort verkackt, oder? Warum? Ja, hat er, weil du hast den Timer nicht aktiv reingeschaltet. Ja, ist doch egal. Ist kein Timer, so. Ben. Ja, aber ist doch egal. So, es haben 6 und 2 gewonnen. Das heißt, der Mittelwert von 6 und 2 sind 4. Alter, 4 Stunden. Ja, Idiot. Dann überlege ich mir was. Stunden. Überlege ich mir was. So, das heißt, ab ja, 22 Uhr können wir hier zeigen, schnell. Achso, Gino, du hast gar keine Zeit um 23 Uhr, sehe ich hier. Nee, du bist 23 Uhr. Also kannst du ja theoretisch nur eine Stunde jetzt. Ja, ja toll. Das hättet ihr vorher wissen sollen. Boah, jetzt rippen die mich hier komplett. So, das heißt, Abstimmung entfernen. Dienstag, 22 Uhr. So, Gino, Matteo, Mental Day. Nein, Mann. Das geht nicht Gino, mehr. Klotz und Kante versus. Klotz und Kante Minecraft. Gino, geh weg, Mann. Mental versus Minecraft. Mental versus Community. Oder nein. Mental versus Halo. Let Abstimmung mit ganzer Zeit. Eine Minute. Erlauben und los. Stimmen Sie ab. Ja, dann können wir jetzt gar kein Minecraft mehr spielen. Morgen ist sowieso kein Minecraft. Ach so, stimmt. Das ist für nächste Woche. Ja. Wir würden das Spiel spielen, was gebotet wird morgen. Nee, das ist ja bei Versus. Klotz und Kante Versus. Aber Klotz und Kante ist ja. Aber Minecraft ist heute vorbei. Wenn man dran. Ja. Wisst ihr ja gar nicht. Vielleicht verkackt ihr auch. Ja, dann ist es auch vorbei. Selbst dann ist es vorbei. Oder ihr kommt gar nicht zum Drachen, weil ihr noch zu lange farmen müsst. Wir sind ja noch egal, nicht. Was heute passiert, das Briefing dauert. Es dauert ja gerade noch ein bisschen, weil wir haben heute so viel. Das nächste Mal, wenn wir wieder. Achso, es war ja auch wegen des Vertrages. Ey, wir pitchen als nächstes auf jeden Fall wir beide Minecraft gegeneinander. Das würde ich voll gerne mal sehen. Ich glaube, ich gewinnt Gino. Deswegen. Das wird mega witzig, glaube ich. Was ist denn mit. Wir haben noch ein anderes. Ja, ist halt so, das Folgeformat. Ja, das ist was anderes. Das wird noch anders. Müssen wir das denn gleichzeitig spielen? Wir pitchen einfach alles, die Leute entscheiden ja, was kommt. So, es gewinnt Mental versus Halo. Was? Okay, Minecraft raus. Es gibt kein Minecraft mehr. Warum nicht? Aber das ist doch, guck mal, mit einer Stimme. Leute wollen ernsthaft. Du spielst aber zu schlecht Minecraft. Ich bin mega gut. So, Mental aber jetzt sehen die Leute gewinnt. Ja gar nicht, wie du den Monster-Farmer ja, weiterbaust. Ich kann den Monster-Farmer gar nicht zu Ende bauen. Dienstag, ja, beim nächsten lange? Mal vielleicht. Vielleicht bekommst du noch eine Stunde, mal sehen. Ach stimmt, ja, ich kann ja noch eine Stunde kriegen. Ich, Halo geht nur eine Stunde, Niklas, weil es so ein schlechtes Rating hat. Stimmt, das kann nur eine Stunde ja. Geben. Ach Gott sei Dank, ich meine. Es sei denn, diese Woche wird richtig krass. Stimmt, es könnte diese Woche im Rating nein, steigen. Nein, das Rating wird nur am Ende eines Monats aktualisiert. Okay. Die Leute wollen das wie nächstes Mal wahrscheinlich haben mit Open End. So, und jetzt haben wir, Gino ist weg danach, das heißt... Fuck, der Programmchef ist schon smarter als wir, das ist mir... Ja, das ist auf jeden Fall. Fuck, Mann. Es ist möglich, Mental vs. Minecraft oder Mental vs. Community. Dienstag, 23 Uhr. So, das nächste Voting geht los. Ja, warum wählt denn keiner uns beide? Was ist denn los? Wir lieben uns Minecraft nicht mehr. Durchspielen. Ja, stimmt. Was soll um 23 Uhr am Mental Day laufen? Die sind smart. Das Ding ist halt, die wissen ja gar nicht, was wir Mittwoch spielen. Vielleicht kommt Mittwoch das mega das Hype-Game und denken die, fuck, hätten wir doch mal gewotet für die. Aber die wissen ja gar nicht, was wir Mittwoch spielen. Ich weiß es auch nicht. Dann gehen wir auf Forest oder so und nachher haben wir das krasseste Game. Und dann ja, das hättet ihr ja schon erzählen können. Habt ihr ja selbst verkackt. Das, genau. Das entscheidet die Autoprogramme. Ja, hättet ihr längst schon entscheiden können. Ja, Matteo kommt ja nicht. Ja, ihr seid ja dumm. Da kann ich ja nichts für. Ihr habt auch schon Spiele vorgeschlagen. Welche Spiele? The Forest. Ja, und ja, aber brauchen wir 3 Monate ein Spiel. Du hättest ja ein offizielles Curse-Voting schon machen können über die Tage. Das ist ja nicht abhängig von Twitch-Based Bonder hier. Wir machen nachher Voting. Nach Klotz und Kante machen wir nachher Voting. Ich schlage vor, als Spiele, die wir bei Klotz und Kante Versus spielen, The Forest, jetzt musst du eins vorschlagen. Nee, du kannst keine alten Spiele, die wir schon gespielt haben. Gino, wir haben es niemals durchgespielt und die Leute lieben The Forest. Was war das? Keine alten Spiele, das ist die Regel. Guck mal, so.
So, es hat gewonnen Mentalverse Minecraft. Damit steht der... Danke, Leute! Und ich werde wieder überziehen, damit ich meine Monsterfalle durchbauen kann. Das musst du erst das heißt, fragen, ob du überziehen darfst. Ich darf, ja, ich darf immer. Das, man darf am Ende, darf man. Darf okay. Ich immer. Das, ich überziehe bis 6 Uhr morgens. Sollen wir vielleicht noch als Regel auf. Bis 6 Uhr morgens Minecraft-Falle, Leute. So, so, Moment. Also 18 Uhr Mentalverse America bis 22 Uhr. Dann kommt Mentalverse Halo. Und um 23 Uhr Mental versus Minecraft ist notiert. So, das heißt, wir machen weiter mit dem Mittwoch. So, Mittwoch. Achtung, hier ist Twitch-Promo. Das ist, heißt, hier sind viele neue Zuschauer, die uns sonst nicht so oft sehen. Ne? Berücksichtigt das. Und Gino ist auch da, aber erst ab 20 Uhr. So, das heißt, jetzt erst das Voting für... Für entfernen. Mittwoch 18 Uhr. So, was hatten wir gesagt? Matteo, Yoshi, Dennis, Niklas, ne? Sonst ist keiner da. Das soll übrigens von dem von guten Hamu folgendes durch. Ausrichten. Du kannst es irgendwie aus Word direkt 1:1 kopieren. Macht er doch. Nee, komplett. Ach so, du meinst so? Ja. Nee. Nein, geht, okay. Geht nicht. Schade. Ich lese den Text vor, ich habe ihn auch nicht so ganz verstanden. Gut getrollt. Sagt Niklas, dass er links neben die Zeile in Word klicken kann, dann wird die gesamte Zeile markiert. Links? Ach so. Das meint er. Das ist aber, das führt zu mehr Fehlern als alles andere. So, Vin Diesel kann theoretisch auch noch eine Stunde rankommen. Und das kann auch dran kommen. So, eine Stunde, eine Minute, nein, auf Bock. Geht's. Was soll am Mittwoch ab 18 Uhr laufen? Wenn du voten könntest, jetzt auch verbocken. Du kannst entscheiden, was passiert. Hör auf, du darfst nicht voten. Ich vote nicht. Bitte nicht. Was drückst du da die ganze Zeit? Kalt draußen. Wir müssen übrigens hier neue... Wie sagt die Jugend von heute? Feels Batman. Boah, mega viele. Ja, wir können alle belegen, ne? Ich bin jetzt noch nicht wieder dazu gekommen, aber ihr könnt auch, ja, Gino, du bist ja öfter hier, du kannst auch was vorschlagen, was mit aufs Videoboard soll. Das stimmt nicht. Oh mein Gott. Ja. Brauchen wir mehr. Na, jetzt hör doch mal auf. Das ist eine Blende, Mann. Du darfst jetzt hör auf, das ist mein Videoboard. Jetzt hör auf. Wir brauchen da viel mehr Tasten. Wir können auch Twitch-Plays Regie. Ja, ein Twitch-Play. Die Twitch-Leute können das. Theoretisch machen. Ey, ja, das ist ein geiler Pitch. Format. Das ist ein geiler Pitch. Oh, Twitch-Plays Regie. Aber erstens mal gucken, ob wir es umsetzen können. Ey, genau. Also wir spielen was und die können entscheiden, wann Werbung kommt, was geschaltet wird, wann Einspieler kommen. Alter. Also das ist ja theoretisch machbar. Boah, so. Ey, das ist Next Level. Gewonnen hat Safe Call. Mittwoch 18 Uhr. Gucken, hier. Mittwoch 18 Uhr. Safe Call kann insgesamt pro Woche vier Stunden rankommen. Safe Call, da. Ja, vier Stunden rankommen. So, das bedeutet, wo muss ich jetzt hin? Achso, da muss ich hin. Admin-Menü, Events, Safe Call, Mittwoch. 18 Uhr, wie lange? 1, 2, 3, 4. Begrenzte Zeit. Stimmung erlauben. Abstimmung starten. Los geht's. Die kann weg. Zack. Wie lange? Safe Call. Das dauert einfach zu lange hier. Ja, das dauert heute ein bisschen zu lange. Weil wir haben heute auch, wir mussten ja den Vertrag komplett durchgehen und so. Ja, ne? Aber nächstes Mal, haben, nächstes wir, mal ist wieder, haben wir eine komplette Stunde mehr. Der Format-Pitch, der Event-Pitch, der, das, ne, heute ist ja echt, vielleicht sollten wir das erste Twitch-Play-Sponsor im Monat automatisch zwei Stunden machen. Genau, damit wir nicht so hetzen vielleicht müssen. Vielleicht zwei Stunden auch zu lang. Du kannst auch alle 2 Wochen, also nee. Mitte des Monats kannst du auch ein Event zum Beispiel pitchen. Nein, nur am Nein. Anfang vom Monat. Aber was ist denn mit Special-Sachen? Nein. Das steht im Vertrag drin, Gino. Der wurde unterzeichnet. Da müssen wir einen neuen Vertrag aufsetzen. Du kannst gerne Änderungen beantragen, aber genau. die Änderungen, ne, können nur geschehen, benötigt die Zustimmung des Programmchefs mit einer Zweidrittelmehrheit. 17:30 anfangen.
Das ist vielleicht schlau. Der Programmchef, ist immer am schlauesten. Was hat der gesagt? 17:30 anfangen. Damit wir die halbe Stunde haben. Ey, das ist der, die sind so schlau, verdammt! Das wär, ich wäre im Leben noch nicht drauf gekommen. So, es hat gewonnen. Moment. Jetzt müssen wir. Sind das 50% der Stimmen? Nee. Warte, ich rechne mal schnell. Rechne. Katz im Kopf. Das sieht man noch so schon, dass es schon mehr ist. 60 plus. Okay, ihr habt recht. So, das bedeutet ein Mittelwert aus 2 und 4. Das sind 3. Das ist ziemlich genau 3. Super, das heißt 3 Stunden Safe Call. 3 Stunden Safe Call. Mittwoch. 18 Uhr. So, das heißt ab 21 Uhr läuft was Neues. Da hätte ich voll Bock drauf. Müssen die Leute voten. Aber müssen die Leute voten. Die dürfen nicht beeinflussen. So, warte, lass mich erst die Abstimmung machen, danach können wir wieder reden. Du hast jetzt mehr Zeit. Mittwoch, 21 Uhr. Was ist denn möglich? Mittwoch, 21 Uhr, gucken schnell. Wollen wir denn schon mal... Ah, jetzt warte, lass mich doch mal konzentrieren hier. Du musst doch nur copy-pasten. Du hast fast einen Monitor getroffen. So, Mittwoch, 21 Uhr. Gino hat Zeit. Können wir das kurz zeigen, damit der Programmchef Bescheid weiß? 21 Uhr, 22 Uhr hätte Gino, will ich euch nur darauf hinweisen, Zeit. Das heißt, Gino, Matteo, das hier, genau. So, es ist möglich, Honor läuft durch, Gino versus Mental, ja. Es ist Mental auf Honor möglich, es ist Klotz und Kante versus möglich, Safe Call war schon dran. Müssen wir bis Mittwoch schon haben. Klotz und ne? Kante ist so theoretisch Terrarium? Auch möglich. Das war doch eins. Mit in Kitchen angespielt. Ja, was sonst? Horror? Honor versus Teach Me Senpai. 1Z1? Mental Honor versus. Wenn Diesel ist theoretisch witzig, auch noch möglich. Teach Me Senpai Dota. Einmal gespielt. Mit begrenzter Zeit. Stimmenänderung erlauben. Unknown. Go. Das ist gerade das Krasseste. Wasser laufen am Mittwoch. Ist wie Heinz Z1, aber ist neu. Ja. 21 Uhr. Das ist geil. So, jetzt dürft ihr wieder. Sollen wir für schon mal ein Voting machen, ob der Programmchef nächsten Montag ab 17.30 Uhr fängt damit? Sag mal ein geiles. Eigentlich ja, ne? Ich überlege gerade, ob wir den Programmchef da überhaupt fragen müssen. Wir müssen weiter Vorschläge machen lassen und dann wählen lassen. Weil die Verfügbarkeiten, die setzen wir ja fest. Aber wir könnten ihn noch fragen. Es wäre halt ganz nett, wenn wir die fragen wollen, ob die überhaupt da Zeit haben, abzustimmen um 17.30 Uhr. Das könnte ich eigentlich auch, ich denke, ich könnte das auch als Programmkoordinator selbst festlegen. Aber wir können sie ja trotzdem fragen. Komm. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Sie haben es selber vorgeschlagen. Ja, aber nachher gucken da zwei Leute nach. Nee, ich entscheide es jetzt als Programmkoordinator. Ich bin mir sicher, dass unser Programmvertrag das zulässt, denn ich habe ihn geschrieben. So funktioniert Politik. Wir können die Verfügbarkeiten können wir festlegen, wie wir wollen. Das heißt, das erste Twitch Plays Bonva eines Monats fängt ab sofort um 17.30 Uhr bereits. Nice. Demokratie. Für Judge Mental kriegen wir noch einen. So, es hat gewonnen. Gino versus Mental. Wow. Was? Wer hätte damit gerechnet? Ja, so, Gino versus Mental. Ja. Wie lange laufen? Ich hab voll Bock drauf. Nee, warte, Gino versus Mental, das macht da gar keinen Sinn. Das könnte theoretisch 5 Stunden lang laufen, aber macht das Sinn? Na klar, dann spielen wir richtig oft. Stimmt. Dann spielen wir ganz oft. Doch. 2 Stunden. Ja, du kannst nur 2 Stunden, aber theoretisch könnte es auch 2 Stunden gehen. Ja, also 2 Stunden. Dann spielen wir öfter. Ob das Sinn macht, das muss der Programmchef entscheiden. Ne? Weil bisher ging das ja immer nur 1 Stunde. Doch, wir spielen ganz oft, Gino, du hast dann jedes Mal die Chance. Wir spielen ganz oft gegeneinander. Wir brauchen ja immer neue Builds. Und ein Build dauert ungefähr 30 Minuten. Gino, dann übst Gino davor wie einmal. Man das umsetzt. Du hast jetzt Zeit. Wie man das umsetzt, das bespricht man dann. Ja. Erstmal, ne? Abstimmung mit begrenzter Zeit. Stimmenänderung erlauben. Gino versus Mental. Wie lange? Abstimmung starten. Let's go. So, und außerdem hat Coupon for the Win, Resubscribe für 4 Monate, mehr Mental, Asgard 9.1 hat Resubscribe für 7 Monate, Reality Show Hype, PogChamp und Logotin hat Subscribe. Vielen lieben Dank. Danke, Leute, ihr seid die Besten. Gino vs. Mental ist im Moment SC2 only in dieser Season. Genau. Könnte aber ausgeweitet werden auf Minecraft irgendwann. wenn du mich besiegt hast, oder man beat 'em up. Also ich mach's in einem beat 'em up richtig beat fertig. Him up. Mortal Kombat. Geil. Ich zerstör dich. Schlagt euch. Schlagt euch. Jedes Beat'em Up. Aber das können wir nur machen, wenn ich hier bin. Easy.
Ja. Es ist unser Event-Pitch. Immer, wir spielen alle Spiele gegeneinander. Wir machen so ein Bonjour-Turnier mit nur uns. Bonjour-Gesichtern und dann mit das ist der Pitch. Das ist der Pitch. Und mit Mario Kart. Ja, machen wir. Das ist mein Pitch für die Event. Aber im Moment ist es ja StarCraft, ne? Ja, ja. Ja, ja. Es sei denn, der bist Programmchef du? Entscheidet es irgendwann anders. Bist so, es hat gewonnen. Zwei hat gewonnen. Nice. Dann machen wir mal. Das heißt. Lernen einfach zwei bis Builds. 23 Uhr. So, das heißt, um 23 Uhr haben wir die Möglichkeit, du hast zwei Wochen ein Zeit. Anderes Format du hast zu zwei zeigen. Wochen Zeit. Er kann sie dir auch vorher geben. Mittwoch. Und du spielst einfach 23 Uhr. Und fest ist so, da ist Gino nicht mehr da. Das heißt, wir haben Matteo, Yoshi, Dennis, Niklas. Matteo, Yoshi, Dennis, Niklas, da. HGD, theoretisch. Es könnte sein, das war eine Stunde. Mental of Honor, Safe Code ist an den Tag schon. Teach Me Senpai SC2. Oh Gott, eine Stimme. Noobs in Kitchen angespielt. Honor versus Teach Me Senpai CSGO. Noobs in Action gibt es aktuell nicht. Vin Diesel ist auch noch theoretisch sogar möglich. Und das ist noch möglich. Stimmänderung erlauben. Zack und los. So, das letzte Voting für den Mittwoch und dann haben wir noch den Donnerstag und sind wir auch durch. Man könnte pünktlich um 20 Uhr starten. Ja. Das heißt, heute muss man euch leider eine Stunde klauen. Kein das Problem. Das wussten wir nicht, wir haben es ausprobiert. Ne? Sorry. Wir beschweren uns dann, wenn der Drache uns zerstört hat. Dann könnt ihr euch ruhig beschweren. Okay. Beschweren kannst du dann einreichen. Ja, an mental@bonver.de. Okay. Ich habe ja auch schon einen Tweet vorbereitet. Machen wir dann gleich. Dann können den alle in der Pause dann... Link. Oh, fuck. Habe ich den... Oh, ich weiß nicht, ob es der richtige ist. Ist es der richtige? Ich kopiere es auch nochmal. Oh, Riot bricht im Chat aus. Riot. Oh Gott. Link or Riot? Doch, ist richtig. Ist richtig. Vin Diesel geht übrigens nicht, weil es ja schon am Montag ist. Nein, es ist nur pro Tag, darf nur einmal laufen. Insgesamt kann Vin Diesel 2 Stunden die Woche laufen. Der Chat ist halt smart. Ach, der Chat hör doch auf, Matteo. Der Chat hat es geschrieben. Ja, ich sag ja. Da, guck. Der Chat hat es doch geschrieben. Guck, Vin Diesel kann theoretisch 2 Stunden in der Woche laufen. Ja. Das ist der Chat doch nicht so, es gewinnt. Honor greift durch. 1 Stunde. Das ist doch angenehm. 1 Stunde HGD. Okay. So, dann haben wir noch Donnerstag offen. Ja, Open End HGD. Donnerstag. Stimmt. Option Achtung, Leute. Hier ist wieder Twitch-Promo. Das heißt, hier... sehen wieder viele Leute, die sonst nicht so auf Bonjour sehen, in dieser Stunde, uns. Das heißt, berücksichtigt das strategisch. Attraktive, ne? Sympathische Gesichter. So, Matteo, Yoshi, Dennis, Schade, Niklas ist dort möglich. Das heißt, wir haben das hier wieder. Events, das ist fertig. Jetzt haben wir nur noch den Donnerstag und dann sind wir durch. Donnerstag... 18 Uhr kann laufen. Honor greift durch. Mental of Honor. Safe Call kann theoretisch nochmal. Haben wir noch eine Stunde Safe Call? Drei wurden genommen, also eines ist noch übrig. Eines noch übrig, theoretisch. Teach Me Senpai. Noobs in Kitchen. Angespielt. Ja, das habe ich doch gerade gefragt, ob wir das noch haben. Ja, 4 Stunden darf's und 3 Stunden haben wir schon. So, Vin Diesel haben wir nicht mehr. Das ist Vin Diesel. Ah, doch, haben wir noch, theoretisch. Auf. So, und dann... Achso, Achtung, auch berücksichtigen, Hauke kann hier ab 20 Uhr, ne? Wobei, ach nee, der Slot fällt ja weg. Wegen One Last Raid. Mhm. Das heißt, hier, das ist noch falsch, ne? Hauke hat hier keine Zeit an diesem Tag. Achso, wir haben auch schon Termine für One Last Raid. Nämlich den 13. und 26. Der ist diesen Fest für One Last Raid. Hier findet kein Hauke-Content statt, liebe Freunde. Berücksichtigt das also nur. Matteo, Dennis, Yoshi, Niklas haben hier komplett Zeit. Berücksichtigt das bitte. Und das Voting geht los. Link. V. Ich hoffe, es ist angekommen. Komm, Leute, votet. Ja, er kam einmal durch. Gut. Haben wir Glück gehabt.
So, was soll laufen am Donnerstag nächste Woche um 18 Uhr, lieber Programmchef? Können wir bitte mal auf diese Tasten dieses Meme machen, wo Gino können gespielt? Wir alles machen, aber das musst du mal machen. Ich bin nicht mehr hier ab morgen. Ja, dann musst du das Yoshi sagen. Dann machst du so. Bei mir zu Hause in der Regie. Ich kann halt auch nicht alles machen. Du hast bei mir zu Hause in der Regie. Wir haben die Möglichkeiten, aber ich kann nicht alles alleine umsetzen. Okay. Wir brauchen ein Studio. Ja, wir brauchen ein Studio. Haben wir ja schon. 1. Juni ist der Umzug, nicht der Umzug, sondern ab dem 1. Juni ist geplant, dass wir von dort aus live gehen. Bis dahin beim. So, es hat gewonnen. Mantle of Honor. Nice. Tatsächlich. So. Das heißt, das nächste wurde wie lange? Mantle of Honor. Wie lange Mantle of Honor? Donnerstag, 18 Uhr. So, Mantle of Honor darf insgesamt wie lange laufen? Wo ist es denn? Ach, da oben ganz. 5 Stunden theoretisch. 1, 2, oh Gott. Leute, entspannt euch. Oh Gott, danach. Ihr wisst genau, was wir haben diese Woche. Ihr wisst genau, was passieren würde. Wir haben letztes Mal hatten wir eine oder zwei. Zwei, und das war schon das Limit. Also da war die letzte halbe Stunde, hat er schon eine Schere in der Hand gehabt. Leute, entspannt euch jetzt. Ja. Entspannt euch bitte. Das ist absolut, denkt dran, ihr müsst auch Zufriedenheit der genau, Gesichter. Genau, also es ist absolut unrealistisch. Ihr habt unterschrieben. Nein, es ist absolut unrealistisch, dass wir 5 Stunden spielen. So, wieso geht das hier nicht? Hä? Ist einfach verschwunden? Was denn? Ist der Vote weg? Ja, weil du da 5, ist doch zu krass. Ist da? Nee. Events? Hä? Warte. Ist der? Hier? Nee, ist kaputt. What the fuck? Ihr habt Curse zerstört. Donnerstag, 18 Uhr, MOH. Warte, bin ich gerade noch richtig? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ist korrekt, ne? Donnerstag, 18 Uhr waren wir gerade. Das Frage ist ein falscher. Welcher Tag ist das? Aber dann kennt doch gar nicht so lange. Wegen One Last Straight, oder? Nee, das ist da nicht. Ach, Moment! Ja. Oh Gott. Oh, ah, dann geht's gar nicht. Das geht gar nicht. Wie viel geht da überhaupt? 2 Stunden geht nur maximal. Ja, dann können Leute 1 oder 2 Stunden wählen. Ja. Okay. Gott sei Dank habe ich jetzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Gott sei Dank ging der Vote nicht, ey. Gott sei Dank. Weg. Aber der Chat hätte auch 2 Stunden genommen wegen Donnerstag. Wegen Safety. Mental Safety. Mental of Honor. Gott sei Dank. Wie lange? Du brauchst so ein Remote-Schockhalsband dafür, wenn du nicht hier bist. Dann brauche ich einen Krankenwagen. So. Das heißt, an dem Donnerstag ist festgesetzt One Last Raid. Das hat Hauke gepitcht. Das habt ihr angenommen. Also jetzt hier nochmal das letzte vielleicht Voting. Ne? Denkt dran, hier ist auch der Twitch-Promo-Slot ab 19 Uhr bis 20 Uhr. Ja. Krass. Gut, keine 5 Stunden. Ohne Scheiß. Da brauchen wir eine Woche Urlaub danach. Ja, mindestens. So. Donnerstag, Mantle of Honor, wie lange? Was ist Twitch-Promo? Au! Was war das denn? Das war mein Knie gegen meinen Hocker. Alter. Mein Schienbein, nicht mein Knie. Twitch-Promo bedeutet, in diesem Slot, 19 bis 20 Uhr, aktuell Mittwoch und Donnerstag, werden wir ein bisschen besser noch promoted auf der Startseite bei Twitch. Das heißt, dort werden viele Leute auf uns stoßen, die uns normalerweise nicht sehen. Genau. Und es haben gewonnen 2 eindeutig mit 282 zu 55. Okay. Das heißt, wir sind durch. Damit kann ich leben. Das heißt, der Donnerstag ist erst um 18 Uhr MOH und ab 20 Uhr One Last Raid mit Open End. So, das heißt, die Woche steht und das heißt, ich werde das einpflegen und dann werdet ihr das spätestens ab morgen selbst sehen können, wie das hier ist. Ja, wir haben heute offiziell den Bonjour-Programm-Vertrag abgeschlossen mit euch, unserer Community, unserem Programmchef. Wir haben das Programm für die nächste Woche festgelegt. Wir haben als Event festgelegt die Bonjour-Show für diesen Monat. Die wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Hauke wird ein neues Format machen ab nächster Woche, nämlich What the Fact.
Und zwar montags um 20 Uhr. Mhm. Und das ist alles, was wir heute entschieden haben. Mein Sonderpitch, mein SC2-Bootcamp, das war vielleicht zu drüber, es kam nicht durch. Ja, und das heißt, wir gehen in diese Woche weiter. Das war's mit Twitch Plays Stellenausschreibung für diese Woche. Oh. Wir haben eine Stellenausschreibung, höre ich. Ja, grad. Leute, wenn ihr Lust ich habe gerade durchs Ohr bekommen. Ja, ich auch. Stellenausschreibung. Wir haben eine Stellenausschreibung. Oh, die ist auch sogar schon online. Ja. Oh ja. Also Leute, wenn ihr... Wir suchen ab sofort ja. Redakteure im Bereich Social Media. Hier. Mehrere auf wahrscheinlich sogar. Bonjour.de. Ne? Ja, mindestens ein, neun. Social Media bzw. Channel Marketing Manager, sagt man ja. Auch YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, Twitter. Wenn das eure Welt ist, dann meldet euch. Ja, wir haben bereits mehrere Leute durch ehrenamtliche Arbeit bei uns in vollbezahlte Jobs vermittelt. Wenn ihr bei uns langfristig mitarbeitet, dann sind eure Chancen sehr, sehr gut, dass ihr in dieser Branche einen Job bei etablierten Unternehmen wie der ESL, wie Take TV, wie den Rocket Beans und so weiter erreicht. Ich glaube, wir hatten noch keinen, der sich irgendwo beworben hat, der längere Zeit bei uns war und ein Empfehlungsschreiben von uns erhalten hat, der nicht genommen wurde. Das heißt, E-Sport. Genau da stimmt Tina, die ist ja dahin. Genau. Lest euch das durch, ob das was für uns, für euch ist. Wenn Social Media eure Welt ist, dann seid ihr hier willkommen. Schickt uns eine Bewerbung, jetzt bewerben und macht mit bei Bonjour. Genau. So. Leute fragen noch, ob sie hier Vika fragt, Fragen beantworten, wenn Fragen sind. Ja. Na gut, wir machen es so. Also, dann lassen wir jetzt noch Fragen, dann machen wir es so, wir starten dann genau um 20 Uhr. Also erstmal. Jetzt Fragen raushauen. Schnell, aber. Ja, los, Chat. Wir können sie jetzt nicht lang machen jetzt. Ich muss nicht meinen Rechner kurz zeigen. Highlight-Video gibt es momentan nicht, das kann ich beantworten. Doch, gibt es. Ah, wir müssen jetzt aufhören. Es gibt jetzt noch das Highlight-Video. Sorry, heute keine Fragen, schaffen wir nicht. Ja. Jetzt kommt noch das Highlight-Video und danach Klotz und Kante. Wir haben euch schon eine Stunde geklaut. Sorry. Genau, also hier, ihr könnt auf Twitter, können wir bitte auf meinen Rechner mal kurz gehen, Yoshi? Ich habe hier, damit alle Leute es mitkriegen, auf Twitter könnt ihr bitte da ein bisschen mithelfen, damit es viele Leute lesen. Denn heute ist das absolute Finale, die allerletzte Folge von Klotz und Kante versus Minecraft. Wir werden gegen den Drachen kämpfen und heute entscheidet sich, wie es ausgeht. Entweder gewinnen wir oder der Drache. Und so, das jetzt, war's mit Twitch Plays Bonjour. Jetzt noch das Highlight-Video und danach geht's weiter mit Klotz und Kante. Klotz und Kante. So, deswegen haben wir uns etwas überlegt, woran ihr sehen könnt, wie es uns eigentlich ergeht und ihr zusätzlich sowohl inhaltlich auch zeitlich bestimmen könnt, was auf Bonjour läuft. Best of Bonjour. AGD, Dienstag, 18 Uhr. Wie lange? 1, 2, 3, 4, 5, oh Gott! 6. Warte, kann ich irgendwo mitvoten? Start. Dann beenden wir mal dieses Voting und es hat gewonnen 6. Knapp. Naja, ist ja entspannte 6 Stunden Starcraft am Stück. Und dabei kam raus, dass wir am Donnerstag eine Stunde One Last Raid spielen. Gut, das macht natürlich dann nur noch bedingt Sinn. Ihr kann Hauke auch einfach den Drachen alleine killen? Muss Niklas da dabei sein? Oder? Matteo, hält jetzt bitte mal die Klappe, sonst werfe ich die gleich raus. Ey, wieso ist hier ein Wasser in unserer Höhle, Hauke? Wieso ist das Wasser gerade gefüllt? Oder eigentlich schon? Hä? Nee, du kannst draufspringen, rumreiten. So im Ernst? Mit einem Rechtsklick? Ja, aber kriegst du die ganze Zeit Schaden, das ist zu eng. Oh! Oh, das ist ja toll. Vorbei die schreckliche Zeit, hä? Also ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber eigentlich sollte hier gerade Matteo sitzen. Und ich bin ganz alleine hier, hier ist niemand. Erst das, den Sender anmachen, dann den Empfänger, weil sonst sterben alle hier. Ich habe gewonnen!
Ja. Kratzen Sie gleich aus! Ganze Sätze schreiben. Erkennt ihr das, wenn man so, ja, bitte setzen Sie Ihr Passwort zurück. Dann setzt man sein Passwort zurück, will ein neues eingeben und dann sagen die erstmal, bitte benutzen Sie ein anderes Passwort. Das, dann war es ja mein altes und jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich mich nicht einloggen. Ich raste hier gleich komplett aus. Jetzt gehe ich nochmal raus aus dem Launcher, starte den neu. Wir sind fast soweit. Wir haben Minecraft fast besiegt, beziehungsweise wir sind fast auf dem... Ja, ich bin eingeloggt. Entspannt. What? Ja, warte. Also erstmal, ich bin auf der Mojang-Seite jetzt eingeloggt. Oh, Jesus, wir haben's. Spielen. Oh, das fühlt... Oh, wie gut es sich anfühlt. Oh, das ist ein geiler Tag. Mein Herz... Scheiße. Sieht das jemand? Nee, sieht keiner. Ich habe 9 Buttons gecraftet, deswegen habe ich keinen. Warum habe ich 9 Buttons gecraftet? Das habe ich mir irgendwie mit Shift-Click gemacht oder was? Warum habe ich denn 9 Buttons? Was so, ich bin in der Höhle mit nichts außer 9 Buttons. Oh, ah! Fuck. Sorry. Guckst du eigentlich parallel den Stream oder hörst du noch die Geräusche? Ja, klar. Nice. Was ist das denn hier? Guck mal, was du hier gezeigt. Ich bin Moses. Ich hab das fucking Meer geteilt. Molly, versteck dich, Matteo. Was machst du da? Ich bin noch oben drauf. Ach, da brenne ich auch. Oh, ich dachte, ich wäre oben drauf safe. Dumm. Ich bin im Van, du kannst hier nicht hin. Lisa, wir streamen gerade. Wolltest du noch was sagen oder soll ich einfach auflegen? Leck mir die Eier. Nein, nicht die Eier. Okay, ich komm. Wirf deine Smoke, schneller. Du kannst Steps machen, du bist ganz hinten. Welche Smoke soll ich denn werfen? Leon, mach du bitte eine Flash zum Entry. Okay, ich werf die Smoke. Bewegt dich weiter auf Zeit. So ein riesiges Paket überhaupt zu verschicken, wie krass das ist. Das ist ein Motorboot. Es ist ein Motorboot. Ey, was? Es ist ein Motorboot. Es ist ein Carrera-Motorboot. Okay, wir haben jetzt endlich ein Motorboot. Das heißt, endlich sind alle unsere Wünsche erfüllt. Mental auf Motorboot nennen und ich fahre die ganze Zeit Motorboot? Ich will jetzt Motorboot fahren. Oh. Master. Master of the Universe. Oh. Pick it up. Ich höre bei dir immer nur Mimimi. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich höre. Oh, ihr Hauke. Ich halte mich da raus, ihr macht das untereinander aus. Niklas hat einfach vergessen, wie sich Spielen anfühlt, weil die Items einfach alles für ihn machen. Ja, genau. Weißt du, direkt von seinem Items korrumpiert hier. Wie hier der Ring von Herr der Ringe. Was macht ihr da, ihr Plebs? Ich hab alles, was ich brauch. Wenn der Chef vorgibt, wie lange gearbeitet wird, dann kann das zu nichts Gutem führen. Nimmt unsere Energie, Chat, Programmchef, nimmt unsere Energie. Guck mal, Hauke ist abgestürzt. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt... Meine Tastatur ist ein Lenkrad. Meine auch. Matteo? Ja? Möchtest du vielleicht Bonjour unterstützen? Nein.
Möchtest du denn vielleicht sehen, was ich hier in meiner linken Hand habe? Ja. Aber dann musst du zuerst auf unseren Twitch-Kanal subscriben. Okay. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du übrigens zusätzlich einmal kostenfrei im Monat subscriben. Okay, ich hab's gemacht. Was hast du in deiner linken Hand? Gino! Unseren Sub-Button findet ihr auf www.twitch.tv/bonjour. Bonjour wird unterstützt von Twitch, Curse, Loot Chest und von euch, der Bonjour Community.